Hallo, lieber Chat. Hallo, Dudes und Dudins. Hallo, hallo, seid ihr alle da? Seid ihr Wer kann mir sagen, von wem munter? das jetzt wiederum ist? Von wem habe ich das geklaut? Hallo, alle miteinander. Ja, das, jetzt haben sich schon alle selber vorgestellt. Der Barentor und der Flat Alex. Könnt ihr uns Hola. hören? Ja, sie hört es, man hört uns. Hello, hello. Sehr gut. Bin so Ja, glücklich. meine Damen und Herren. The Walking Dead. Ich weiß nicht ganz, worum es geht, aber ihr habt schon sicherlich recht. So, Kenners. Es gibt ein bisschen technische Probleme mit dem Spiel, was wir heute ausprobieren wollten. Deswegen müssen wir das noch einmal ein bisschen schieben und heute nochmal ein bisschen was anderes machen. Was machen wir? Wir können euch mal zeigen, wenn ihr wollt, wie weit wir mit unserem Minecraft-Spielchen sind. Wir haben so gut wie nichts gemacht. Oder So gut wie nichts. wir quiplashen ein wenig und ihr habt die freie Auswahl. Wie sieht es aus? Wie sind da die Meinungen? Und wo ich euch schon mal dran habe, sagt doch mal, ob ihr die aktuelle Folge gesehen habt von Operation Vanilla. Und jetzt warten wir ein wenig auf den Chat. Den Chat. Den Chart. Den Chat. Für all die Schatten. Und dann kann ich auch gleich nochmal Facebook Bescheid sagen. Warum gehen denn die? Tipp, 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 tipp. Irgendwie ist Tippen langsam auf Facebook. Schwarze Bock. Party. Das ist alles bunt gemischt. Alles bunt gemischt. Da ist kein Konsens drin. Was ist denn da mit euch? Habt doch mal einen Konsens. Dann zeigen wir Ihnen einfach, was wir so getrieben haben in der Zwischenzeit bei Minecraft. Ja, gut. Dann. Und Andi ist in 10 Minuten wieder da. Ach, herzlichen Dank. Ihr seid so hilfreich heute. MC hat zwei Stimmen, okay, das ist eine Form von Konsens. Das ist die klare Mehrheit, ja, na gut. Dann wollen wir mal schauen. Firetotal hat Angst um Jeb. Ja, wer weiß, wer da die Gehirnwürmer hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich kann euch sagen, ich habe die Folge für Samstag die schon aufgenommen. Es werden Dinge passieren. Und dann lasst uns mal gucken, ob wir euch ein bisschen zeigen können, was in Minecraft so vor sich gegangen ist in letzter Zeit. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch so ganz grob, wie das da ausgesehen hat. Die Lage des Turmes. Und ich probiere Bin hier noch mal eine gespawnt. Stelle zu finden, wo die man identifizieren kann aus unseren vergangenen Spielchen. Oh, man hört schon die eine oder Dinge. andere Kuh, Dinge. Und ich gehe mal zu der Schnecke. Le Schnecke. Haben wir Le die? Schneck. Ach ja, die haben wir gebaut. Nee, 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 die habe ich Nein? gebaut. Das ist meine Ja, ist architektonische natürlich. Meisterleistung. Die Schnecke ist viel schöner als alles, was man sich vorstellen kann im Universum. Ich weiß nicht, ich muss da, nein. Doch, 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 doch. Es ist ein Gebäude des Grauens. Nein, das ist ein. Sobald ich TNT habe, werde ich es in die Luft Es ist jagen. ein Triumph des Grauens. Triumphbogen kann es nicht sein, es ist ein. So, warum geht das nicht? Aber wir haben gleich Bild für euch. Moment. Warum haben wir Bild? Ist das Bild? Ich Wir sehe nicht mal den probieren das Chat von. mal. Ja, wir haben Bild. Houston. Das Dinge, ja, wir brauchen das T-Shirt allerdings. Ich Das habe Dinge-T-Shirt. das Dinge-T-Shirt, ganz genau. So. So ähnlich wie das T. Alex, kannst du auch sehen. Ja. Sehr gut, sehr gut. Dann sind alle im Sichtbereich. Gut, das kennt ihr noch. Das ist damals, vor dem Krieg, haben wir hier die Schnecke gemacht. Und irgendwie habe ich schlechten Empfang für meine Tastatur. Aber wir probieren das mal so.
Dreh dich mal nicht nach links, sondern dreh dich mal, wenn dann nach rechts, dass man erstmal nur die Fackeln und den Berg sieht, würde ich sagen, ja. Ja. Also, wir erinnern uns noch hier an das Ding. Man sieht hier schon so einen kleinen Weg, der ist so ein bisschen. Den ignoriert man. Der Weg ist nicht so schön. Und dann dreht man sich hier und dann siehst du, und da, nach rechts drehen ist noch viel schlimmer. Nach links meinst du? Ich Nee, kann schon nach noch. rechts und dann gehen wir hier so über den Berg mal rüber, Ja, da dass wir kann man dann doch über die schon sehen, Berg. was gebaut wird. Hier links sieht man erstmal, Weißt dass ganz viel ausgeleuchtet ist. Wir haben ganz viel geleuchtet. Wir mussten nämlich leuchten. Alles leuchtet. Oh, hier kann man auch nochmal ein Fackelchen hinstellen. Und jetzt können wir ruhig hier so um den Berg rum, meinst du, ne? Ja, genau. So, das kennen wir auch. Da haben wir auch ganz viel ausgeleuchtet. Wo können wir dann hier mal längs? Und ich finde, ich mache mal die Musik an. Also, auch wenn ich sie nicht mag. Für euch. Alles für euch. Du bist so nett, alles im Dackel, alles im Club. Ja, und jetzt muss ich hier irgendwie probieren, hochzukommen. Oh nein. Was habe ich denn hier Vorne ist an der verkehrt? Seite hoch. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ich bin Hallo? da. Ja, ich arbeite da noch hier hoch. Du, Wir arbeiten du, dran. du, du. Wenn man jetzt hier so leicht nach rechts guckt, ne? Leicht. Na, da will ich nicht, noch nicht Ach so. hingucken. Da will ich noch nicht hingucken. Oh, da ist was zu sehen. Ich will, dass wir über den Strand kommen. Dass wir uns über den Strand nähern. Über den Strand ergießen. Ich habe doch extra die. Ja, wir laufen jetzt mal zum Strand. Ich werde nicht spoilern, keine Sorge. Also jetzt KSP. So, und wir erinnern uns, dass wir hier längs gelaufen sind und gesagt haben, hier ist eigentlich ganz schön. Oh, hier müssen noch Fackeln hin. So. Ruhig mal noch ein bisschen Fackeln. Und da ist unser Marker für das Ende des Bereichs, wo wir Fackeln müssen. Ruhig noch mal ein paar machen und gehen wir ruhig mal zum Strand runter. Und entspringen ein wenig. Oh, ein gekochter Fisch. Warum habe ich da einen gekochten Fisch im Inventar? Die reingeschmissen habe. Ah, verstehe. Ja. Ja, hier, da kommt die Sonne. So, mu, mu, mu. Ja, allerdings, die Kühe, die machen ganz schön Kuhlärm. Oh, und da kann man schon ein bisschen sehen. Und jetzt ganz langsam einen Schritt nach vorne und dann kann man sehen, da links ist der Berg, auf dem wir standen und gesagt haben, hier ist eigentlich ganz schön, hier können wir bleiben. So, und jetzt nähern wir uns der Stelle, wo wir gesagt haben, da kommen wir hin. Und was ist das? Oh mein Gott, es ist Deadmau5? Nein. Es ist dahinter Deadmau5 ist nämlich noch was. Und man kann es jetzt gar nicht so gut erkennen, weil da die grünen Girlanden dran sind, die auch über die Straße wachsen. Aber das habe ich gehört, das wird noch entfernt. Und da wird noch gebaut da oben, aber man kann sehen, unser kleines Türmchen. Ja, hier wird getürmt. Und der ist ein bisschen, da muss offensichtlich etwas kompensiert werden. Ja, der ist höher als breit. Ja, wisst ihr Bescheid? Ich habe ein wenig mich be beschäftigt mit dem Thema Freud. Von daher, ich zeige euch erstmal, wo die Niki wohnt. Das ist, glaube ich, viel schöner. Die sollte eigentlich auch gleich dazukommen, wenn sie es geschafft hat, aus dem Ausland. Sie ist International Jet Set, aus dem Ausland heute live zu uns zu kommen. Und sie hat hier sich ein kleines Häuschen Ja. gemacht. Und hier steht auch schon der Name dran, wenn der Barentor nicht davor steht. Aua. Hey, das Nochmal. Gurkenglas. Ich habe hier nicht eine einzige Gurke gesehen. Und sie hat hier offensichtlich eine Zucht gemacht von Tieren mit Hühnern und Schweinen und Schafen und hat uns jede Menge Essen gemacht, wo wir uns bedienen können. Und das Coole ist, hier gibt es Eier und mit den Eiern kann man werfen. Du sagst was von wegen Freude und sprichst von Eiern. Absolut. Yay. Und das ist übrigens, das kennt ihr auch aus eurem Alltag. Geht mal an den Kühlschrank, nehmt ihr Eier raus und werft die an die Wand. Dann kommen da in einigen Fällen Küken raus. Du wirst lachen, aber ich hatte das wirklich einmal und das war ziemlich abartig, als ich gekocht habe und dann machte ich ein Ei auf und plötzlich kam da so ein angebrütetes Küken raus. Das war nicht schön. Ja, Ich das hoffe, keiner ist gerade am Essen geworden. unschön, ja. Und ja, und man sieht, wir schauen mal in ihre Kisten rein, in ihr Zeug. Sie hat da ganz viele Dinge. Und sie hat sich gerade hier oben eingerichtet. Sie ist dabei, sich hier ein
eine sehr schöne Geschichte einzurichten. Ich bin da sehr zufrieden mit. Ich finde, Mit das hat sie sehr Teppich. schön gemacht, mit Teppich und allem. Und jetzt ist es an der Zeit. Oh, und sie hat sich hier runtergebuddelt. Ups, da. Da hat sie sich runtergebuddelt. Da wollen wir nicht runterschauen, da stehen die Fackeln alle falsch. Fackel. Fackeln. So, da ist die Häschenzucht. Oh, das muss ich euch auch nachher zeigen. Da. Ganz wilde Scheiße. Hier haben wir ein paar Beete angepflanzt mit Melonen und Kürbissen. Oh, und wer hat denn da Blumen gepflanzt? War das Na, die Neilinger. Nailinge? Nailinge hat ein Blumenmeer Ja. gemacht. Ich bin so ein Ich bisschen wollte hier wie mich. in Sound of Music. These are a few of my favorite things. Wer es kennt. So. Selbst auf eurem Server ist die Frau fürs Essen zuständig. Irgendwie ist da doch was falsch. Sie hat sich das selber ausgesucht. Da hat sie niemand zu gezwungen. Sie hat außerdem aber auch sehr, sehr viele Dinge totgehauen und so. Also sie ist eine echte Go-Getter. Sie kann alles. Das ist so. So, und jetzt sind wir hier in unserem Turm. Und man sieht schon, erstmal sieht man nicht allzu viel. Wir haben hier eine Ebene, die mehr aussieht wie ein sehr, sehr großes. Ja. Wie So ein Ding. bisschen wie, das ist ein übergroßes Service Bay aus KSP. Das hat in etwa die Abmessung. Ja, und hier in der Mitte ist das eigentliche Kernstück nachher. Und man sieht schon, da stehen Monster. Wir haben was gebaut, wo wir Monster abbauen können. Abbauen. Schöne Tötungsmaschine. Und hier stehen so ein paar Sachen. Hier, das ist ganz interessant. Da haben wir so Kisten, wenn wir da Zeug reinschmeißen. Ich kann da mal Zeug reinschmeißen. Ich will aber nicht das Zeug reinschmeißen. Warum sind da Bricks drin? Werden die Bricks schon richtig wegsortiert? Ja, werden Sie. Sehr gut. Man kann hier Sachen reintun, da. Und dann werden die, kann das hier sehen, nach und nach rausgezogen. Allerdings nicht, wenn man die Kiste offen hat, Genau. weil die sperrt das automatisch selber, wenn die auf ist. Das Lauchpad. Oh, jetzt habe ich Bock auf irgendwas mit Lauch. Quiche zum Beispiel. Oh, ich Sehr gut. will der Chat nicht zusammenschmeißen und irgendwo in Hamburg mir eine Quiche bestellen, die dann geliefert wird. Da werde ich die live auf dem Stream essen. Sage ich mal so. Aber das hat strategische Nachteile, unter anderem, dass ich meine Adresse rausrücken musste. Wir können das mit dem Postfach machen. Dann liefert ihr eine Quiche an ein Postfach und dann hole ich die da ab nach ein paar Tagen. Ach, das wird dann alles heute nichts mehr. Und ich glaube, dann ist die Ekel. Quiche auch nicht so lecker. So, also da werden Monster gemacht. Und hier wird geschlafen übrigens. Das müssen wir auch nochmal. Ich möchte nochmal schöner schlafen. Schöner schlafen mit George. So. Ja, das Und ach, wir gehen mal nach oben. Ich zeige das mal oben. Erstmal oben zuerst. Denn wenn die Sachen in diesen Kisten verschwinden. Jetzt sag mal. Da stirb. So. Wenn die Sachen in diesen Kisten verschwinden, dann kommen wir in den Bereich. Dieses Kistentransportding hat übrigens der Barentor gebaut. Der kann da gleich mal ein bisschen was zu erzählen. Denn hier oben. Und ignorieren wir mal die Netherwards und so. Hier oben stehen Und ganz auch viele die anderen Kisten. Dinge. Und wir gehen einfach mal noch ein Stockwerk höher, dann sehen wir das. Ja, da sieht es auch etwas schöner aus. Und Aufgeräumter. hier ganz viele Kisten. Noch mehr Kisten, überall Kisten. Und jetzt gehe ich wieder ein Stockwerk runter, um dahinter reinzugucken. Aber vorher zeige ich euch mal meine Diamantenkiste. Da. Deine? Ja, die meisten Ich habe habe ich auch ge. fünf beigetragen. Du hast auch für. Genau, ich wollte gerade sagen, du hast ein Ich war mit Bauern fleißiges beschäftigt. Erdbärchen. So, und hier ist das mal die Maschine dahinter, ne? So, kann man schon mal zeigen. Oh, jetzt bin ich hier runtergefallen. Shit. Jetzt habe ich ein Problem. Warte, ich helfe dir. Pupp. Ups. Geh mal, Sehr. mach mal. Ah. Wenn du ganz nach hinten gehst. Also ich drücke mich ganz an die. Nee, das geht Ich nicht. spring mal hoch, ich spring mal hoch, ich spring mal hoch. Nein. Warte. Buddel dich mal nach Da. daraus und wo leer Ja, ist. passiert. Das wird uns bald nicht mehr passieren, weil dann gibt es gibt's ein Kollisionsmodell und Ja, kann man da oben nicht dann mal. stehen wir übereinander. Kann man da oben nicht mal. Ach so. Gut, dann gehen wir wieder nach oben. Ja, das ist ja noch nicht ganz fertig. Ja, Andy, sorry mit dem. Ups, das ist falsch hier. Sorry mit dem Minecraft. Wir wollten eigentlich ein anderes Spiel spielen, aber wir hatten ein paar technische Probleme. Was auch so ein bisschen der Grund ist, dass der Alex jetzt so stumm ist. Das tut mir auch voll leid, aber irgendwie hat das Game da nicht funktioniert. Wir müssen ja die Tage nochmal Ja, gucken. er hat seinen Mauszeiger verloren. Wir Also, sind so arme ich Kirchenmäuse, will ihn deswegen den. haben wir ein Game in so einem Sale gekauft, wo es irgendwie ein paar Cent gekostet hat.
Und dieses Percent-Game hat offensichtlich nur im Multiplayer Probleme mit den Mauszeigern. Also zumindest bei Alex. Im Singleplayer kein Ja, also Problem. ich hatte schon, hatte schon ein paar Stunden gespielt, naja, ein paar Stunden vielleicht übertrieben. Aber ich habe schon mal ein bisschen angespielt, weil ich halt gucken wollte, wie das so ist. Ah ja, du wolltest nur besser sein als wir. Es geht nicht um besser, es geht um Fun. Ja, eben. Wer es vielleicht kennt, das geht so ein bisschen in die Richtung von Gull Confusion. Und Psst. hab's einfach mal gespielt in der Kampagne, alles wunderbar, überhaupt keine Probleme. Und dann komme ich in das Match rein und auf einmal ist mein Mauszeiger weg. Und wenn ich dann aber ins Menü über Escape reingehe, dann ist mein Mauszeiger wieder da. Und Neustart hat nichts geholfen. Also da müssen wir mal schauen, ob das irgendwie ein schwerwiegender Bug ist, der tatsächlich einfach nicht weggeht. Oder ob das vielleicht beim nächsten Mal dann doch wieder funktioniert. Ich befürchte, es ist ein Knarrenbug. Product Placement. Jetzt habe ich schon wieder Hunger. Ich hätte nicht hungrig den Stream machen sollen. Ich bin kurz davor, mir was zu essen zu bestellen. Ja, gut, aber wir waren gerade dabei, zu erklären, was hier eigentlich passiert, was das ist. Also, da, wo wir gerade runtergefallen sind, da kommen die ganzen Items hoch und dann werden die von hinten an diese Kisten rangeführt und in die Kisten reinsortiert, je nachdem, was da drin ist. Und man kann das hier sehen auf diesen Schilderchen, da sind dann die Symbole und wenn man da reinschaut, dann ist genau das da drin. Zum Beispiel hier ist Gold drin, hier ist Eisen drin, hier ist Lapis drin und so und da ist noch mehr Lapis. Und besonders schön sind die Redstone-Kisten. Da ist überall Redstone drin und wir können ganz viel Geräusche machen. Klick, 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 klick. So, und genau, wie das funktioniert, das versteht nur Barentor. Und das ist das. Ich finde das großartig. Hier haben wir ein Versuchsgelände für Spielereien. Das hier ist, das ist, hat der Barentur gebaut. Damit kann man Melonen automatisch abernten. Melonen. Die wachsen und irgendwann ja, hat man sie automatisch. Ne? Melodien für So, Melonen. soll ich mal eine Melodie da. Warte mal, ich Mach mal produziere eine. mal eben eine. Sekunde. Melonenproduktion. Per Dang Hand. it. Dang it. So, also gehen wir gesetzt den Fall. Hast du gerade schon wieder. Bist du da drauf gehüpft? Irgendwer hat es kaputt gemacht wieder. Also gehen wir mal davon aus, hier würde ein Setzling sein und die Melone würde wachsen, dann passiert das. Wenn man rechts und links reinguckt, dann sind da Melonenstückchen drin. Ja, weil die links und rechts rausfallen. Richtig, und das macht man irgendwie mal 5, 6, 7, 8, 9 und dann hat man mehr Melonen, als man essen kann. Wir sollen ein Fenster in unseren Bunker machen. Das ist kein Bunker. Das ist ein Turm. Wir müssen auch weiter in den. Wir Wir sind ja gehen. noch nicht im Wohnbereich. Genau, wir müssen jetzt in den Wohnbereich. Wie kommen wir hier in den Wohnbereich? Wir haben ja noch keinen Wohnbereich. Ach so. Kommen wir Der durch kommt die ja. Leiter am Ja. Rand? Wir gehen mal durch die Leiter am Rand auf deine Ebenen. Die sind ja ganz schön. Ups. Was ist hier eigentlich los? Warum ist hier eigentlich. Was Das zum. ist noch mit Umbau. Was Umbaumaßnahmen. zum Geier? Das war die alte Treppe. So falsche Turmung und so. Ja, das hier ist von Das ist hinten. davor. Das ist von hinten die Maschinen nochmal. Aber ja, sowas könnte ich auch mal, bis ich Minecraft den Rücken gekehrt habe. Ach so, genau, jetzt habe ich es verstanden. So, und. Oh, das ist kein Bunker. Es ist eine riesige ausgehöhlte Steinle-Salami. Lasami. Lasami. Hier wird noch gebaut. Hier ist ein bisschen was von der fiesen Monstermaschine da. Die wird nochmal überarbeitet. Jetzt Wird hier komplett ausgerupft, um genau zu sein. gehen wir einfach nochmal auf die Ebene und dann können wir entweder Titanic oder König der Löwen nachspielen. Eins von beiden. Ich bin für König der Löwen, Ich bin Titanic mache für Titanic. Da gibt es ich. mehr, Ernsthaft? gibt's mehr Schnackseln als in König der Löwen. So. Oh mein Gott. So. Man könnte auch Titanic mit Löwen nachspielen. Ja. Ich finde, Das wäre alles, auch eine was Idee. Katzen hat, ob Großkatzen oder Kleinkatzen, ist schon ganz gut. Und man sieht auch, ich habe hier nicht genügend Chunk-Ladekrams eingestellt, weil ich hier nur bis zur Kante gucken kann. Ja, das ist unser Turm und hier sind so Ebenen. Was kommen auf die Ebenen? Das sind. Freak Gamer sagt Titanic, okay. Also, Thorsten weiß, was wir Die zu Titanic tun bauen wir da drauf, ja genau. Nein, auf die Ebenen und also bei der mittleren sieht man ja schon, dass wir da so einen Halbkreis drunter gesetzt haben oder so eine Sphäre. haben.
wo die Lianen schon runterhängen. Da werden in einigen Monster-Spawnflächen wahrscheinlich kommen, weil wir die aus unserem Turm da rausruppen wollen, damit wir eine schöne XP-Farm haben. Und ansonsten kommen da Farmen drauf. Es kommt wahrscheinlich ein Dorf drauf, wo wir Dorfbewohner ansiedeln. Und es wird ja auch noch mehr Flächen geben. Es wird Wohnfläche sicherlich ein für Park uns? geben. Ja, eine Wohnfläche wird es auch geben. Dadurch, dass wir da ja ein Dorf ansiedeln, wird es auch eine Wohnfläche für uns geben. Wobei ich glaube, wir machen unsere Wohnfläche wahrscheinlich eher oben auf dem Turm, oder? Ja, wir müssen. Du hast mich daran erinnert, das könnte ich dir dann auch mal. Soll ich mal das Springen zeigen? Möchtest du von der einen Ebene machen? Oh, ich möchte Ganz springen, ich selber, möchte oder? springen. Ich will springen. Ich zeige euch unser Trampolin. Für all die, die lange nicht mehr Minecraft gemacht haben, ist das vielleicht auch was Neues. So. Ich laufe hier mal ganz vorsichtig vorführeffekttechnisch runter. So. Vorsichtig. So, und ich will nicht mehr. Das ist doch kein Leben so. Bing. Hey, du Hund. Alter, ich habe nur noch 4 Herzen weniger als vorher. Was ist denn das für eine Logik? So, ja, da ist sie nämlich hier so. Das sind ganz großartige Blöcke. Die sind auch seit 1889, ne? Oder seit 1.8, man weiß es nicht. Das sind, wie heißen die? Die heißen Schleimblöcke. Kleinblöcke. Erstaunlicherweise. Na, Schleimblock. Oben aufs Blocko Dach kommen Schleim. Antennen von Mission Control. Ja. Mist, woher weiß er das? Das ist so. Und was sagt Andy? Vor circa einem Jahr habe ich mir etwas bei eBay geholt. Was hast du dir bei eBay geholt? Live? Oh, wir müssen extrem viel Zeit haben. Ja, warte mal, bis du die Trench mal siehst im Keller. Das ist das, wenn Mal man. deine Statistik auf. Also nur mal. Ja, ich mache mal meine Statistik auf. Und da sieht man auch Minutes Played. Das ist ziemlich grausig, aber ich mache das immer dann, wenn ich irgendwie am Telefon bin oder irgendwas mache, was stupide ist, oder ich warte darauf, dass ein KSP Dinge tun, dann kommen da 5,49 Tage raus. Aber es ist ja auch über meine gesamte Dauer. Das ist ja nicht erst seit wir Dingens haben. Oder? Oder ist es auf diesem Server? Man Das weiß es ist nicht. nur hier. Das ist nur hier. Okay, gut. Aber dann Aber ich habe auch schon 2,2 Tage, also. Gehen wir in die Blockstatistik. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Ich habe zerkloppt 141.819 Steinblöcke. Damit könnte man sagen, wäre ich ein Krimineller, hätte ich mich jetzt schon freigeklopft. Entweder durch einen Tunnel oder weil ich Strafarbeit gemacht habe. Und 12.000 Kohle und. Also da kommt einiges zusammen. Ich habe 14.355 Fackeln. Gecraftet Erstellt. und 19.000 benutzt. Und man sieht, die Statistiken sind ein ziemlicher Gräuel. Was haben wir noch? Items. Ja, da ist nicht so spannend. 184.000 Mal habe ich Diamanthacken benutzt. Wisst ihr Bescheid? Ups, oder was war das? Du bewirfst mich mit Fisch. Wenigstens ist er Mit gekocht. faulem Fisch. Wenn das kalter Fisch wäre, kalter, nasser, toter Fisch, dann wäre ich besorgter. So, und dann zeige ich euch mal mein kleines Hobbyprojekt. Während wir jetzt sozusagen überirdisch uns um den Barentor gekümmert haben, gucken wir jetzt mal runter. Das hier ist unsere Service-Ebene. Hier sind so Service-Dinge. Dinge. Jetzt gehen wir hier mal runter. Und wie zeige ich das am besten? Ich glaube, ich zeige das am besten, indem wir hier erstmal so ein bisschen schauen. Da sieht man jetzt noch einigermaßen wenig, aber lasst uns mal einen Blick werfen über den Rand. Und ich werde hier einfach mal rüberlaufen. Und machen wir vorsichtshalber mal ein bisschen Licht. Und man kann es schon ein wenig sehen. Da! Und jetzt kann man es sehen. Wir haben den ganzen Turm bis zum Boden ausgehöhlt. Und wir steigen mal hinab. Hinab in die Unterwelt. Hinab, da läuft offensichtlich eine Schiene durch. Sieht so ein bisschen aus wie diese Schächte im Todesstern, finde ich. Oh, ganz vieles Schleime, sehr schön. Schleimattacke! Ich habe gerade schon von oben welche zertötet. Ja, auf der einen Ebene ist noch einer. Den Ja, wollen wir auch ich noch. sehe ihn gerade. Willst du dir den mal vorher knöpfen? Dann habe ich die kleinen hier unten gemacht. Ja, wenn man hochguckt, sieht man das auch. Wir haben hier ganz schön was ausgeholt.
Danke für den Fisch, ja. Viele mochten den nicht, den Anhalterband, aber ich fand den ehrlich gesagt ganz schön. Und worauf ich besonders stolz bin, sind diese schönen Stockwerknummern, die ich hier reingemacht habe. Das ist nur das mit das Banalste, aber ich finde, es fügt was hinzu. Zumindest Nummern, römische Nummern. Wo ist der Barentor? Da hat er Dinge tot gemacht. Sehr gut. Ja, so. Und jetzt gehen wir nochmal ganz runter und dann zeige ich euch nochmal, wo wir. Geschachtet haben. Wo wir geschachtet haben. Und dann fahren wir noch ein bisschen Bahn gleich. So, ganz unten, hatten wir ja schon mal gesagt, wird gebuddelt. Und fürs Buddeln bin ich zuständig, aus welchem Grund auch immer. Weil Ich man bin mich. Techniker, du bist Buddler. Ich bin das Diamanttrüffelschwein. Oder Eis. Eis. Bei Eis wird er ganz anders. Also hat er ja schon so oft drüber geredet, über Eis. Ich liebe Eis. Jetzt möchte ich auch Aber Eis haben. Ich glaube, ich sollte mir eine Quiche Lorraine bestellen mit Eis. Also nicht auf die Quiche, aber zusätzlich dazu. Und man kann das hier so ein bisschen sehen, dass hier ganz viele Laternen stehen, Lichter, Fackeln. Und wenn man sich hier so an der Seite mal reinguckt, dann sieht man, dass hier ganz viele Gänge sind, die ganz weit nach hinten gehen. Wo die ganzen, und wenn der Barentor mir exakt in mein Sichtfeld läuft und mich mit Fisch bespeist. So, oh, hey, guck dir das an, da liegen noch Dinge von mir. Was? Hier war ich gerade zu Gange vorhin. Am Gang? Ja, oh, und da, guck mal, habe ich auch was vergessen. Das geht nicht, muss hacken. Schmutz. So. Dinge, so. Da Fisch ist fliegt gar nicht so nämlich. weit. Das ist ganz schön lästig. Fisch fliegt nicht so weit. Es sei denn, es ist fliegender Fisch. Schaden, das kann ich aber. Schachten? In einem anderen Zusammenhang. Brüssel, kläre mich auf, ist das Perversen? irgendwas Süddeutsches? Schmutziges? Oh, wir müssen gleich nochmal nach oben und Titanic nachspielen, leider. Das ist so. Nimmst du mich von hinten oder ich dich? Also, den Arm. Den Ja. Arm. Ich glaube, ich bin schon. Es bin. Naja, ich wollte hier gerade was. Ups. Mit Dingen im Kopf rumhacken. So. Und hier wird gebuddelt. Dann kann man hier ganz lange runterlaufen und dann ist man hier am Ende. Hier passiert nichts. Hier kommen nur Gänge mit Gängen und Gänge in wiederum in Gängen. Und am Ende haben wir hier ganz viele Rohstoffe rausgegraben, damit wir Dinge tun können. So, und das alles haben wir gemacht, damit wir die Rohstoffe haben, um diesen Turm weiter auszubauen. Und wir haben alles genau ausgeleuchtet, damit nur in diesem Bereich, den wir dafür vorgesehen haben, die Monster spawnen. Hahaha. Und nu? Ach Mist. Was nu? Du bist derjenige, der den Scheiß nachher abräumen muss. Was? Warum? Du bist ja Butler. Ich habe nicht mal Ja. eine Hacke. Na gut, okay, gelogen. Genau, dann kann ich mir hier ein bisschen XP abgreifen. So. Ja, so ist das. Was sagt ihr dazu? Guten Abend, AT. Ah, Notdurft verrichten, jetzt verstehe ich. Wir kennen das nur als Abseilen. Also ich kenne das als Abseilen. Abseilen ist ein Euphemismus dafür. Und ich kenne Schlucht. Schluchten. Aber ist was anderes, glaube ich. Schlucken. Ach, Nein, das ist Schlucken nochmal was scheiße, das anderes. ist doch. Anzeige ist raus. Gegen wen? Wofür? Aber Hack ist lecker. Also, sobald man es brät, wird es besser. So, jetzt können wir ein bisschen bahnen. Hast du die Lore abmontiert? Hast du gerade Ja. meine Lore abmontiert? Es tut mir leid, das ist ich. Dann nehme ich mir eben meine eigene Lore. Da ist noch eine drin, wenn du möchtest. Ja, ich hab. Und drücke ein bisschen nach vorne. Juhu, deine Beine Ja, gucken raus. deine Und das hier auch. ist eigentlich nicht gemacht für Leute, sondern eigentlich nur für Rohstoffe. Die werden dann nämlich nach hier oben transportiert, wo sie dann nachher entladen werden. Wie sagt man? Automatisch. Und dann ist hier der Bahnhof, der wird noch, der entsteht. Und da kann man zum Beispiel hier sich auch auf die Schienen setzen und dann wird hier weggefahren. Und dann fährt man ganz lange. Ich kenne das also, Barmer ins Weiße Haus lassen. Ach du meine Güte. Politisch nicht unbedingt korrekt.
glaube, das ist genau das, aber der ist ja auch, oder wie sagt die CSU, das ist ein guter Neger. So, ich habe das vergessen, wie der gesagt hat. Wunderbarer, glaube ich, ein wunderbarer Neger. Ja, das war das, was der CSU-Mann gesagt hat. Und man sieht, man fährt hier schon ein ganzes Stück hin und her. Das wird nachher noch viel, viel mehr Orte verbinden. Hallo. Hallo. Hey, du. So. Geht doch. Und hier nämlich ist die erste Haltestelle für unser zauberhaftes Dorf. Oh, jetzt habe ich schon gespoilert. Hier ist nämlich ein Dorf. Und ein Hase. Ein Hasendorf. Und ab und zu kommen wir vorbei und klauen den Dingen. Da ist er zum Beispiel. Hallo. Der will zum Beispiel Raw Pork Chop und gibt mir dafür Zeug. Oh, hier. Guck mal. Und wir kommen manchmal in dem Dorf vorbei und dann klaue ich mir hier zum Beispiel Weizen, wo die schon mal da haben. Ich bin so ein bisschen, also offensichtlich der Lehnsherr, der dann vorbeikommt und sagt, so, wie sieht's aus mit meinem Zehnten? Hast du hast nicht so viel Schienen mitgenommen, ne? Wenn wir schon mal da sind. Schienen? Wofür? Ja, wir brauchen noch Sklaven, Menschen, die... Nee, ich habe keine Schienen mitgenommen. Schade. Man kann nämlich seit der neuen Version mit den Villagern eine komplett automatisierte Weizenfarm bauen. Das müssen wir machen, ihm zum Beispiel. Wer ist er denn? Er ist ein Butcher. Der Butcher. Butcher. Ich hatte das früher mal... Ich guck mal, ob ich hier so ein... Noch ein Butcher. Früher mal einen... Jetzt habe ich mich selber mit diesen komischen Dingern gehauen. Was willst du das? Leatherwork. Ja, wir haben doch keine Zeit, wenn ihr wisstet. Minecraft spielen verbraucht deutlich weniger Zeit als KSP zu spielen. Und unglaublich, was diese ISS alles an Zeit verschlungen hat. Aber Spoiler-Alarm. Sie ist fast fertig. Wollen wir mal versuchen, zusammen hier so ein paar Villager irgendwie dazu zu bringen, mit uns mitzukommen? Und dann stehen die doch da rum. Wir brauchen erstmal was, wo sie hin. Ja, aber wir lassen sie in den Wägen. Wir lassen sie in den Wegen? Wie dann kriegen wir sie in die Wegen rein? Naja, wir müssen sie erstmal jetzt runterschubsen. Bin schon mit zweien am Gange. Und dann stopfen wir einfach einen Wagen hinter sie und dann, ey, nicht hochrennen. Gut, dann komme ich nochmal zurück. Ja, jetzt werden wir ein Volk entführen. Ich hab sie schon mehr oder weniger eingesperrt hier. Ich muss sie nur noch dazu bringen, dass sie hier runterlaufen. Gut, dann komme ich da nochmal hin. Wir wollen immer wieder hoch. Ich glaube, sie wissen, was... Die wissen, was ihnen droht. Dann kommen die im Turm und dann werden sie von Schleim getötet. Ich sehe das schon kommen. Und nein. Dann will es wieder keiner gewesen sein. Nein. Wir sind deren. Pass gut auf unsere Freunde. Dings. Pass auf. Du musst ein T-Shirt anziehen, Refugees welcome. Dann geht's. So, du kommst schon mal nicht weg. Dann wollen wir die nochmal rüberschieben. Wir müssen aufpassen. Nee, nicht auf der Schiene. Da sind ja diese Blöcke nicht. Ja, die mache ich ja weg jetzt. Ich habe die schon so gut wie weggemacht. So, weg. Jetzt kannst du ihn darauf schubsen. Er dreht sich im Kreis. Das ist eine kleine Ballerina. Deportation. Nein. Bitte? Der Chat sagt Deportation. Nein. Das ist freundliches Umsiedeln. Verbringen von Menschen, die uns freundlich und lieb und irgendwas sind. Und im Gegensatz zu den bösen Leuten, die das damals gemacht haben, haben wir ihnen noch keine neue Wohnung gebaut. Untergefallen. Komm mal her. Wir können sie ja nicht hauen, weil sie sonst... Hast du Schienen? Nein, ich habe keine Schienen. Immer noch nicht. Machst du meine Dings wieder, kaputt? Was fällt dir denn ein? Mach doch nicht das Dings kaputt. Sei doch nicht so. Doch? Ich mach's doch gleich wieder heile. Ja, da bestehe ich drauf. Geh doch mal weg da, du. Woher weiß ich alles über ISS und Raumfahrt? Oh, das hast du gut gemacht.
Dann denkt ja auch kein Mensch dran. Ich wollte es gerade oben drüber bauen und die stehen da völlig im Weg rum und blockieren und dann, die wollen flüchten. SG Flow, woher weiß ich das? Habe ich mir alles selber angeeignet. Also ein bisschen was in der Schule logischerweise, aber nur die Basics. Das ist leider auf den meisten Curriculi gar nicht so mit drauf. Ich finde, es sollte eine größere Rolle spielen in unserer Bildung. Und den Rest habe ich selber in Geschichtsbüchern und Wissen und Technikbüchern und Wissenschaftsbüchern. Viele Bücher, offensichtlich, aber auch viel, was das Internet hergibt. Aber da muss man auch heutzutage gucken, wo die Informationen herkommen und wie die sind. Sag mal, die wollen nicht wirklich geschubst werden, ne? Nee, irgendwie. Aber ich weiß nicht, warum nicht. Vielleicht kommen sie ja zu mir runter, wenn ich hier runtergehe. Ja, sie kommen irgendwie ein bisschen hinterher, habe ich das Gefühl, doch nicht. Ja, also Internet, da lernt man schon ganz viel, man muss nur wissen, wonach man sucht. Und ISS habe ich tatsächlich viel im Rahmen dieser Serie mir erst angeeignet, weil ich wissen wollte sozusagen, was brauche ich da eigentlich. Und wenn man dann guckt, so wie sieht denn eigentlich so ein Modul aus und was tut es eigentlich und wofür brauche ich das, dann lernt man unglaublich viel. Deswegen fand ich auch die ISS so spannend, weil ich selber viel lernen konnte dabei. Und sobald es dann ganz fertig ist, werde ich eine Kompilation machen, ein Video oder eine Collage. Ist das eine Collage? Ich müsste das doch eigentlich wissen. Alex weiß das. Was ist das? Ist das eine Collage? Und warum steht da noch keine Lore? Ja, da steht mehr oder weniger eine Lore, aber jetzt gehst du mal da runter, du Hampel. Wieder eins weiter unten. Na, komm schon. Push! Nein, komm. Jetzt will er wieder nach oben. Jetzt langsam, aber. Warte. So, jetzt ist auch noch gleichzeitig boykottiert mich. Villager-Knuddeln. Ja, im Grunde ist es so ein bisschen. Au! Was hast du gemacht? Ich habe gerade ein Loch gefunden. Es ist eine Brücke. Ist mir dann auch aufgefallen, als ich aus Versehen eine Schiene zu schnell abgebaut habe. Au. Was ist das? Mich gerade beschossen? Nein. Nee, ne? Dann war das ein Skeletto. Oh ja, da ist ein Skeletto. Ich dachte, er hätte dich ausgeleuchtet, aber es ist weit genug weg von unserem Zuhause. So, Skeletto ist Toto. Rechts ist eine. Ich weiß nicht, ob du es siehst. Wo bist du denn? Rechts ist eine. Warte. Rechts ist ein Aufgang. Hinter dir. Hier? Ja, in die Richtung und jetzt links an der Wand. Da geht's hoch. Hast du meine Brücke kaputt gemacht? Wollte ich ja nicht. Ja. Ich wollte ja nur verschieden haben. Ja, was man will und was man tut, sind unterschiedliche Dinge. Manchmal. Ja, meine Hacke war zu schnell. Da, und jetzt ist er von alleine dahin gegangen. Ist doch super. Aber. Jetzt muss er nur noch da rein. Ja. Und jetzt schubsen wir ihn. Komm. So. Weg. Tschüss. So. Bis später. So, jetzt brauchen wir noch den zweiten. Ich habe auch noch eine Lore, dann tue ich die mal hin. Habe ich schon hingestellt. Okay. Ich versuche den jetzt mal da oben herunter zu kommen. Aber du kannst gerne wieder nach hinten, wenn du möchtest. Und was dann ist eigentlich? Versuche ich diesen. Fire Turtle fragt, was ist eigentlich für KSP gleich angedacht? Ich sehe schon, wir strapazieren die Geduld. Was für das KSP angedacht? Noch gar nichts richtig. Ihr könnt noch Vorschläge machen und dann. So, tschüss. So, jetzt. Viel Spaß beim Wiederherstellen. Von der Strecke. Hallo. Ja, doch. Hier? Da? Ja, doch. Bitte. Da. Und. Da machen wir das hin. Und habe ich Cobblestone? Ja, dann kann ich ja hier nochmal schnell diese zwei Dinger hier austauschen. Oder mache ich gleich mit den richtigen Steinen. Wobei, die brauchen wir hier. Naja, das können wir erstmal so ein bisschen lassen. Und hier noch so ein bisschen Licht machen. Oh, ich habe leise Klimpermusik hier. Die Samstagsfolge zeigen. Nein, das werde ich ganz bestimmt nicht machen. Tatsächlich ist da unten den Ender-Drachen-Dungeon. Was du meinst, die Stronghold?
Ja, tatsächlich. Wir haben, das ist so cool, wenn ihr ein bisschen euch mit Minecraft auskennt. Die Stronghold haben wir auch gefunden. Sie ist keine 250 Blöcke weg von unserer Hauptstadt sozusagen. Es ist so absurd, dass alles wirklich in Reichweite ist. Haben wir es sehr, sehr gut getroffen. Ich habe den, hab den richtigen, wir haben den richtigen Riecher gehabt, was den Ort angeht. Los, Schnüffloser. Ja, ups, jetzt bin Aber wir ich. warten noch mit dem Ende, also mit dem End, Ja, mit dem auf nächsten Patch. den Patch, weil da gibt es neue Pflanzen, dann, also so Arten, naja, Dungeons, es wird immer Dungeons genannt, wobei es sind eigentlich so Konstruktionen, Gebäude, Dinge, wie hier. Ja, hier Häuser und ein Boot. Der Name entfallen von was denn? Ach so, ja, das ist genau, der Name ist Stronghold, sagt man dazu, sagt die Wiki. Halt! Was denn? Hast du ihn wieder zurückgeschubst? Nee, die kommen hier gerade wieder angefahren. Warum denn? Das habe ich mich auch gerade kurzzeitig gefragt. Und zwar beide. Vielleicht sollten wir sie auf einem, dann müssen Warum? wir ein Gleis einfach blocken. Halt! Block, 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 block. Ja, habe ihn geblockt. Aber warum kommen die hier angefahren? Nee, du nicht aufs Gleis schieben, nicht aufs Gleis schieben. Doch, ich will den ja da hinten Ja, haben. aber nicht aufs, du hast ihn in die falsche Richtung geschoben. Jetzt habe ich ihn offensichtlich hier in ein Loch geschoben. Das ist nicht gut. Oh. Naja, gut, da stehen sie erstmal gut. Und da können wir sie dann erstmal parken. Ja, das ist das. Das ist Minecraft Deluxe. Und hier habe ich einen Ausgang gebaut für den Bahnhof. Und eine letzte Sache haben wir noch vergessen zu zeigen. Und sieht der Turm nicht großartig aus? So groß. Und wo wir schon mal im ersten Stock sind. Ich glaube, die können selber fahren. Ja, dann sollen sie mal versuchen, auf dem Gleis weiterzufahren. Ich habe den da hinten erstmal festgesetzt. Der ist so. Zeig uns doch lieber nochmal die Maschine im Nether. Dann haben wir das auch noch. Diese Ziffern. Ich mag die Ziffern. Und falls ihr euch fragt, was das für Ziffern sind und warum die blau sind, weil ich in der Nähe auch noch einen Unterwassertempel gefunden habe. Eingelocht, sagt Andi. Ja, das ist richtig. Oh, ich habe so eine coole Idee für diesen Raum. Ihr werdet sehen. Ihr werdet es alle sehen. So. Oh, die Pikmin mögen dich wieder. Warum auch nicht? Also, ich habe ja nichts. Naja, du hast sie letztens gehauen. So, ich gehe erstmal runter. Dann kann man das Ich sagen. Also, glaube, es läuft aber noch. man tut hier Netherrack rein und man tut hier Kohle rein. Und dann passieren hier unten Dinge. Und man kann es hier sehen, hier läuft mehr oder weniger ein 1, 2, 3, was sind das, 16? 15. Ein, und dann auf zwei Seiten, ne? Also ein 30-zylindriger, Nee, eigentlich, ja, später auf beiden Seiten, aber im Moment 15. ein 15-zylindriger Backstand für Netherbricks. Die kommen da rein, von oben werden die reingeschmissen und dann machen sie kleine lustige Steine. Allerdings werden sie nicht einfach so reingekippt, sondern sie werden wenn man jetzt mal so in die Teile reinguckt, in die Trifft Brenner, das? Ja. ja, oder in die Pfanne, Eins das ist zur egal, Zeit. werden immer, genau, ja, es wird schon mehr reingekippt, aber es verteilt sich gleichmäßig. Das ist eben der Trick dabei, weil sonst hat man immer in einen voll und nachher, wenn man anfängt, bis der dann voll ist, muss der nächste dann warten bei solchen Systemen. Aber in diesem Falle nicht. Das Es ist. werden alle erst über den Teilen verteilt und dann gleichmäßig reingekippt. Es ist wirklich eine sehr, sehr galante, schöne Konstruktion, muss ich sagen. Und wie viele Steine macht denn der so in der Minute? Das ist eine gute Frage, weil wie lange braucht ein Stein zum Kochen? Und das mal 15. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Also, die offizielle Zahl ist eine ganze Menge. Und Snapshots sind schon veröffentlicht, aber ich habe immer keine Nicht auf Lust auf unserem Snapshots. Ich will immer die offizielle Version spielen. Excuse me. Kleiner Gainer. Komischer Tag heute. Sehr, sehr müde sind wir. Da. Und ist das Maschinchen. Und hier ist eine Tür und hier kommt man raus und dann sieht man hier, was hier eigentlich passiert. Ganz wilde Welt. Mit ganz viel Lava, Mr. Lava, Lava. So, das ist das. Ja, und das ist schon mehr oder weniger alles.
Man sieht, witzigerweise, Niki macht auf Inneneinrichtung und Kochen. Und wir machen auf die großen phallischen Objekte bauen. Aber das ist reiner Zufall, tatsächlich. Das hat damit nicht wirklich was zu tun. Und so ist das. So richtig hundertprozentig mehr. Ups, jetzt muss er hier mal länger laden als gewohnt. Ups, so, hier. Wird natürlich noch ausgebaut. Und wir wissen noch nicht ganz, was in den anderen unteren Stockwerken passieren soll. Aber Farmen und vielleicht noch andere Dinge. Farmen. Oh, noch mehr Schleime. Ein Schleim. Den hau ich mal. Falls ihr da Ideen habt, höre ich mir die auch gerne an. Also, wenn ihr sagt, oh, bau doch mal XYZ, dann machen wir das. Oh, ich muss da mal runter, aber ich bin sicher, da unten sind noch mehr Schleime. Oh, das ist so unglaublich. Der pure Zufall, weil diese Schleime nicht überall auftauchen, haben wir wirklich Glück gehabt, dass wir direkt irgendwo auf einen Chunk gebaut haben, wo diese Schleime auftauchen. Also, und dass das Stronghold in der Nähe ist und dass da ein Tempel in der Nähe ist und... Also ein Glücksfall nach dem nächsten. Oder Schicksal, man weiß es nicht, müssen wir nochmal drüber nachdenken. Jetzt haut er mich, der böse große Schleim. Schleime sind total super. Vor allem, weil sie lustige Geräusche machen. Ich finde die Geräusche großartig. Sehr gut. Und schon wieder, man kommt hier gar nicht aus dem Schleimerhauen raus. Den mache ich noch tot und dann geht's nach oben. Autsch. So. So. Hundert Schleime ungefähr. Mal eben schnell runtergegangen, 100 Schleime gemacht. Das ist so bizarr. Man muss dazu sagen, du hast auch noch ein Lootschwert. Ich habe auch noch ein Lootschwert. Übrigens, Lootschwert, nicht Blutschwert. Hashtag. Lootschwert, nicht Blutschwert. Hashbrown, no filter. Andi sagt, ihr habt schon mehr Glück als Verstand. Das ist durchaus richtig. Ja, wir haben ja Verstand als Glück, aber wir sind ebenfalls auch sehr glücklich. Wir sind glücklich, Verstand zu haben. Wir sind reine Glücksmenschen. Die Glücksritter sind wir. Hau dir mal ruhig tot. Was? Haut mich hier. Ein kleiner Zombie. Da. Böser Zombie. Aus. Jetzt bringe ich noch den Schleim weg und dann können wir mal uns... Warum hast du es nicht einfach in die Kiste gedroppt? Weiß ich nicht. Habe ich vergessen. Weiß ich nicht. Da. Aber ich schmeiß den anderen Kram in den. Haben wir ja schon eine Kiste für Knochen? Bin nicht sicher. Ich glaube nicht. Ich mag das gerne, mit einigen Sachen das von Hand rein zu tun. Zum Beispiel hier Iron Ingot, Gold Ingot und den Rest schmeiß ich in die Kisten. Klimper, Klimper. Ihr habt keine Vorstellung davon, wie ich diese Musik nicht mag. Ich finde sie wirklich furchtbar. Echt? Ich finde sie eigentlich ganz okay. Ja, ja. Es ist jetzt kein Superhit, aber... Das ist alles so schwierig. Ich muss meine Gefühle untersuchen dafür. Ich finde es bei solchen Spielen nicht mehr praktisch, dass man die Musik ausmachen kann und nebenher irgendwas anderes anmachen kann. Ich spiele zum Beispiel sehr viel Starbound. Und da habe ich auch die Musik und die Geräusche mal aus und höre nebenbei immer meine Podcasts. Das ist natürlich nicht schlecht. Das ist eine sehr, sehr praktische Kombi. Also wer Podcasts hört und irgendwie so, man kommt dann ja doch irgendwann mal gerne so in die Bedrängnis, oh mein Gott, ich habe meine Podcasts nicht gehört und es fängt an, sich anzusammeln und aufzustocken und sonst was alles. So ein Spiel wie Minecraft oder Starbound, sowas in die Richtung. Geräusche aus, Podcast an, spielen. Super entspannt. Kann ich nur empfehlen. Ganz genau, so mache ich das auch. Vor allen Dingen, wenn ich, also keine Ahnung, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt oder von irgendwas, was man erledigt hat und dann ist es spät, man ist aber noch nicht richtig müde und dann sagt man sich, ach, ich gehe noch mal ein bisschen Minecraft-Dinge tothacken oder Steine abbauen und dann mache ich mir ein...
Was ich relativ viel höre, sind Pressekonferenzen. Ich weiß nicht warum. Also ich weiß warum, aber es dauert zu lange, es zu erklären. Und die sind da meistens so eine halbe bis Stunde lang. Und dann schmeiße ich die an im Hintergrund und dann hacke ich nebenher Steine. Das ist sehr, sehr entspannt. Lustig, jeder macht die Musik, alle anderen spielen sie. Spielen lieber sie. Was? Alle anderen Spieler lieben sie. Ja, das stimmt. Also viele mögen diese Musik. Ich habe es aber nie verstanden. Ja, deswegen sind ja die Geschmäcker verschieden. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, und das ist natürlich nicht in Ordnung. Alle müssen so Geschmack haben wie ich. Nein, das ist nicht der Fall. Ich habe erst für einen Moment gedacht, da kommt ein Zombie runter. Das ist nur deine schöne leuchtende Rüstung. So, jetzt müssen wir noch Titanic nachspielen und dann gibt's KSP. So. Ach ja. Wo du dich schon gekleidet hast. Da kann ich ja schon mal. Ich gehe dann schon mal vor. Machen wir die Szene im Auto oder machen wir das am Bug? Buch. Okay. Ist mir auch lieber, ehrlich gesagt. So. Das deckt sich mehr mit meinen persönlichen Präferenzen. Was, ich soll dich decken? Nein. Hey, wie, hä? Was denkst du denn PG-13. jetzt schon wieder? So. Das hier ist übrigens, das hat die Neilinger gemacht. Nur Ring. Die ist sehr gut mit Ringen. Und die untere Plattform da. und die untere Plattform hat sie auch gemacht. Also sehr gut Und Steine aneinander hier, gelegt. eigentlich hat sie überall mitgeholfen. Sie hat bei deinem Turm ausheben geholfen, sie hat bei den Dingern hier geholfen. Eigentlich ist sie die absolute Helferin. Überhaupt, wir müssen hier nochmal, ne? Diese Dinger, die hier auf die Straße gammeln. Die habe ich eigentlich vorhin schon zum Teil angefangen wegzumachen, aber. Ja, können wir die noch da? Ja. Können wir Andy die. sagt, er mag die Musik auch nicht so und Mini sagt KSP Titanic. KSP Titanic, nein, ich weiß nicht. So, dann ist es an der Zeit. Also, ich glaube, du musst vorne. Ich habe den Text leider vergessen, aber ich stelle mich jetzt hinter dich und. Oh! Before we go, Blasels, Und la oh, ich bin der König der Jetzt Welt! umgedreht beim Fische springen vorbei. Jo, die Hey, Fische, die Fische. Fische! Guck mal da, Delfine. Oh, sehr schön. Und Kate Winslet, warum hast du nur so beleidigt geguckt, als du den Ausgang nicht gewonnen hast? Du warst Warum halt haben die einfach nicht sich so eigentlich auf der gut. Planke am Ende nicht abgewechselt? Die waren nicht clever. Die waren einfach, er wollte den Heldentod sterben. Er wollte sich opfern. Das hat man damals so gemacht. Ich war ja damals da, wie soll ich sagen? Ich musste da von der Schule aus, das ist ja schon ewig her. Boah, ich Ich hatte bin mal so. sowas in der Schule gesehen. Ja, wir mussten da rein, ohne Scheiß. Und mein Kumpel und ich, wir waren so ärgerlich darüber, dass wir eigentlich auch die ganze Zeit nur dumme Sprüche machen mussten. Das ist. Das Sowas hat erste, man was bei wir uns in gemacht der haben, ganz Schule am nicht Anfang, geguckt. als das Intro kam, haben wir gesagt: Spoiler-Alarm! Blöde Schiff geht unter! Naja, okay, das war damals für uns sehr witzig. Heute würde ich sagen, was für Idioten. Vielleicht Aber. schließt sich ja nicht aus, idiotisch sein. Und Und witzig. nice one, ich habe kurz drüber nachgedacht. Also ich musste Titanic nicht in der Schule. Übrigens, hattest du hier einen Eisblock reingesetzt mal? 4. Es hat nicht geklappt, nein. Ach, schade. Als nächstes machen wir Dinge mit Eis und wir haben lange gesucht, um Eis zu finden. Und jetzt haben wir Eis gefunden. Jetzt habe ich schon wieder Hunger. Wir mussten damals von der Schule aus, wir haben uns angeschaut, Schindlers Liste. Kennt ihr, ist eine Comedy. Das ist. Ist einer dieser Filme, nach denen man also wirklich gut drauf ist. Ja, absolut, absolut. Also, wer also mal was braucht, so nach einem beschissenen Tag sich ein bisschen aufzubauen, Schindlers Liste, definitiv. Ich kenne hier jemanden, ich möchte das an dieser Stelle mal sagen. Ich kenne jemanden, der die Musik von Schindlers Liste zur Entspannung hört. Und ich muss dazu sagen, das funktioniert für mich nicht, weil ich die Musik zu sehr mit dem Film assoziiere. Und ich finde es ein wenig creepy, wenn man die Musik zur Entspannung hört und sagt, die ist das schön. Klar ist die schön, aber sie ist auch für Ja. immer verknüpft mit dem Film. Ich glaube, ich kenne jemanden, der nicht, also andersrum, ich kenne jemanden, dem das nicht die Kehle zuschnürt. Bizarrerweise. Lieber Chat, was habt ihr denn für Filme aus der Schule sehen müssen? Von der Schule aus? Aus der Schule? Mit der Schule? In der Durch Schule die weiß ich, Schule. da schaut man diese Bio. Bei uns hatten wir im Biologieunterricht war das Super 8 Filme? Die waren auf so Spulen. Also auf Gott. Filmdingern. Ja. Das war richtig altschul. Unglaublich. Ja, das ist der Turm.
Ich möchte übrigens nochmal auf diese Tür hinweisen. Anna Frank, du meinst, ist Anna Frank eine Schwester von Anne Frank? Oh, ich glaube, das muss irgend so ein Blödsinn. Also, wir mussten das, glaube ich, sogar lesen oder was. Ich glaube, Anne Frank bin ich drum rumgekommen, habe es aber dann später logischerweise mal gelesen. Logischerweise. Jetzt nicht freiwillig gemacht. Naja, ne? Also Zeitgeschichte. Ja. Ich möchte übrigens nochmal diese Tür auch highlighten. Krabbert die Tür, muss man mal highlighten. Da drückt man auf den Knopf und dann geht die Tür auf. Ja, aber nicht nur das, sie bleibt offen. Ja, und dann geht sie automatisch wieder zu. Für eine Weile. Snickers. Snickers ist eigentlich ganz gut. Ich kenne Leute, die haben keine... Oh, Kinder, das wisst ihr was. Ich habe Schokolade. Yes. Ich habe Schokolade. Wenn wir gleich ein Päuschen machen, gehe ich Schokolade holen. Ich habe Schokolade. Ich muss dazu sagen, die Schokolade ist nicht direkt im Haus. Sie ist vor dem Haus. Vorm Haus? Ja. Also in meinem Transportgerät. Achso. Und es ist nicht irgendwie eine handelsübliche Schokolade, sondern es ist so eine Gourmet-Schokolade-Scheiße. Ich habe Schokoladentrüffel und dunkle Schokolade mit Chili. Ich hab direkt, warte mal, wo ist es? Ich habe hier irgendwo meine Pralinen-Schachtel. Aha. Oh, knistern. Götterfunken, Trüffelpralinen. Der ist chill. Der geht chill. Oh, Brüssel, wir spielen auch gleich KSP. Das Leben der Bäume. Das kenne ich nicht. Was ist das? Die Filmprojektoren, ja, und dann riss der Film und dann musste der geflickt werden und ach, das war Weltklasse. Und dann sind wir irgendwann auf VHS umgestiegen und dann war es nicht mehr halb so lustig, außer dass die Dozenten natürlich, die, sag mir nicht, die Lehrer angefangen haben, Filme von zu Hause mitzubringen und dann haben sie teilweise, konntest du immer auch so ein bisschen sehen, was sie noch auf ihren Tapes hatten. Und das klingt jetzt schlimmer, als es ist, aber... Sicher? Ist, ja. Wenn die jetzt Musikantenstadel aufnehmen, hast du halt trotzdem gekichert. Okay. Schokolade mit Scheiße zu beschreiben, verdirbt doch den Hunger? Wieso Scheiße? Ja, Scheiße. Habe ich gesagt Gourmet-Schokoladenscheiße? Ja, weil ich diesen Zirkus nicht mag, den man darum macht. Es ist total lecker. Es ist Gourmet-Schokolade im Sinne von... Oder, nee, man sagt ja Artisanal Chocolates. Ja? Was? Artisanal. Aha. Arthritis-Schokolade? Von Hand Artisans, ne? Künstler, Artisans, Handkunst, Handwerkler. Ich weiß nicht, also es ist Schokolade. Es ist Schokolade und es ist nicht die gewöhnliche Schokolade, sondern es sind Schokolade mit schokoladigen Dingen drin. Unter anderem Chili, was ich sehr großartig finde. Ja, Chili-Schokolade liebe ich. Ist großartig. Was so, ich sehr cool finde, ist tatsächlich Schokolade mit Brezelstückchen drin. Brezel, ja, die guten, ja. Brezelstückchen, das ist auch nicht schlecht. Dieser Kontrast aus Schokolade und so ein bisschen Salz, da das kann ich, ist super kann ich sehr empfehlen, zu einem Stück Schokolade einfach Chips zu essen. Am besten dann Chili-Chips. Ja, aber das ist noch was anderes. Also das kenne ich auch, das schmeckt auch. Aber tatsächlich ganz gezielt Salz zu haben mit der Schokolade und nicht einfach nur etwas Würziges, das ist, da gibt es nicht wirklich viele gute Schokoladen zu finden, aber... Ja, das finde ich sehr lecker. Ich befürchte, dass das nicht qualifiziert als Gourmet mit Pretzels und Chips. Ach, Scheiß auf Gourmet, ganz ehrlich. Also, ich sagen, also, was schmeckt, das schmeckt, fertig ist das. Was schmeckt, das schmeckt. Jetzt reden wir über Schoki und jetzt machen wir den Chat hungrig. Ihr habt angefangen mit Lauch. Ihr habt über Lauch gesprochen und seitdem habe ich Appetit auf Quiche. Ich kann ja sonst sagen, dass ich kann ja sonst mal ein paar Filme nennen, mit denen, wo die ich in wo Essen Kino vorkommt? Gesehen habe mit der Schule. So. Gerne. Und vor allen Dingen, wenn du mir da noch sagen kannst, wo ich hier eine Quiche herbekomme. Aber sag doch erstmal, was für Filme du. Zotter, Quiche ganz höchstwahrscheinlich genau. Dakota, Zotter irgendwo über einen Bestellservice. Aber zwei der coolsten Filme, die ich gesehen habe, war einmal The Aviator mit Leonardo DiCaprio. Den in der Schule? Da warst du doch schon in der Uni. Nee, tatsächlich nicht. Der Film ist noch gar nicht so neu. Der ist noch gar nicht so neu? Nee, 2004. Da war ich noch in der Schule. Ich kenne, dass man sagt, der ist noch gar nicht so alt, aber der ist noch gar nicht ich so. Ich glaube, es war so ungemeint, ja. Das war ziemlich cool, weil es auch so ein bisschen ein Film war, der meine Meinung von Leonardo DiCaprio geändert hat. Und an sich ein sehr cooler Film. Und tatsächlich der allererste Herr der Ringe haben wir mit meiner Klasse damals in einer Preview gesehen, tatsächlich, bevor der Film kam, weil wir
weil wir bei so einem Wettbewerb mitgemacht haben und tatsächlich als Klasse Kinotickets gewonnen haben. Was soll ich sagen? Was ist denn der Lehrauftrag davon, Herr der Ringe zu gucken? Aber naja. Nee, das war. Da sollten wir mit der Klasse ein journalistisches Projekt machen und wir waren anscheinend ziemlich kreativ und die Zeitung, wo wir das dann damals gemacht haben und mitgemacht haben, da haben wir den zweiten Platz sogar gemacht. Zweiten oder dritten Platz und haben dann als ganze Klasse wurden wir dann eingeladen zu Herr der Ringe Preview in schönem, richtig tollen Kino und so. Das war ziemlich cool. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber wie gesagt, das ist natürlich so eine Sache dann. Herr der Ringe ist ja auch kein kurzer Film. Haben da alle mitgemacht. Das Laufpad, ja. Ihr macht weiter. Wo kriege ich denn jetzt die Quiche her? Nur Fragen, keine Antworten. Ist denn da gar nichts mehr in meinem Leben? Außer Quiche. So, jetzt bewerfe ich noch ein paar Leute mit Eiern oder machen wir ein kleines Päuschen und machen wir KSP. So, komm her, du. Wo ist er denn? Ist er noch da? Ist er da? Ich finde dich. I will find you. I don't know who you are. But I will find you. And I will throw my eggs on you, ja? Hey. Haha. Oh. Du hast gerade das Schild abgemacht. Ich habe das Schild abgemacht, aber dafür das haben wir jetzt. Komm, willst du auch ein paar Eier? Ich habe schon zwei, danke. Da. Oh. Oh, tada. Es tut mir leid, es ging nicht. Ja. Hopp. Komm. Nein, nicht mit dem Bogen. Eier! Oh. Ach ja. Verkack. So. Die Eier. Da. Ups. Ich meine, Eier sind alle. Es klingt falsch. Es klingt einfach es falsch. Es tut mir leid. Ja, und das, aber da lass uns nicht drüber sprechen. In Basel gibt es gute Quiche vom Wacker. Den Wacker kenne ich gar nicht. Aber jetzt, wo du sagst, habe ich mal wieder Lust, nach Basel zu gehen. Basel war auch ganz interessant. Aber in erster Linie als Durchgangsort für andere Destination in der Schweiz, in der Schweiz. Ja, wir wechseln jetzt mal aufs Landfeld, aber wir machen vorher ein kleines Päuschen und damit da ich Schokolade holen muss und ehrlich gesagt noch ein kleines Getränk. Ich habe ja schon, da sehe ich den Barentor, der ist in der Decke. Er ist in der Decke. Er versteckt sich oben. Der krabbelt hier rum. Der krabbert hier rum. Ich habe eben schon im Chat gesehen, jemand hat gesagt, Krabbert gesehen. Meine Güte. Krabbert waren. Aber das ist doch. Film war gar nicht so schlecht. Schweizer Schoki, ganz genau, Andi, das ist es doch. Was gibt's da noch an Schweizer Schoki? Ich habe doch letztens gerade wieder Schweizer. Ich lese das nachher vor, was. Ich habe hochinteressante Schoki gekauft. Ich werde die gleich mal vorlesen. Aber jetzt hole ich mir das erstmal. Dann mache ich gleich mal unseren Pausebildschirm rein und dann sehen wir uns, meine Uhr sagt jetzt 21:38, dann sehen wir uns in 3 bis 5 Minuten wieder, gell? Bis. Da würde ich dann sagen, sag ich hier aber schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Okay. Weil dann werde ich mich gleich den gepanzerten Dingen zuwenden. Ja, gepanzerte Dinge. Wenn ihr gepanzerte Dinge sehen wollt, dann vergesst nicht mal beim Barentor vorbeizuschauen auf dem YouTube-Channel. Ja, noch ist da nicht so viel, aber da kommt es nicht wieder mehr, wenn ein bisschen Zeit. Oder du twitchst einfach mal. Das gibt's ja auch. Oh, wir können noch was machen. Ich kann noch, ich habe gerade Level 30 erreicht. Und was kann man machen in Minecraft, wenn man 30 Level hat? Von einem Turm springen und sie komplett verlieren. Und das kann man machen. Was kann man noch machen? Dinge verzaubern. Mach ich Feather Falling 4 oder Unbreaking 3? Feather 4. Alles klar. Und damit kann man dann seine Sachen verzaubern. Mhm. Ovo Maltine. Früher, wenn mich meine Eltern zum Skifahren gezwungen haben in der Schweiz,
Unter anderem, ach, herrliche Locations übrigens. Damals weiß man das nicht zu schätzen, aber heute sage ich, meine Güte, was haben meine Eltern sich da alles einfallen lassen für uns und sich Mühe gegeben. Und da waren wir immer Skifahren und ich bin auch Ski gefahren. Warum, ist mir bis heute nicht klar, warum ich das freiwillig gemacht habe. Bergab und so, sich auf Brettern bergab schmeißen, ist nicht das Unriskanteste. Und dann gab es im Hotel zum Frühstück, konnte man Ovo Maltine bestellen. Hammer. Seitdem verbinde ich Ovo Maltine immer irgendwie mit Winter und Urlaub. Ovi Maltine? Nein, Ovo Maltine, oder? Schoggi. Die Schoggi. Schoggi, gell? Schoggi? Schoggi. Okay. Toblerone. Brissel sagt, der Film war mies, Barentor. Welcher Film denn jetzt? Krabat. Krabat? Krabat. Also gegen das Buch kommt er natürlich nicht an. Ja. Aber also es gibt deutlich schlechtere Umsetzungen von anderen Büchern. Verstehe. Naja, gut. Meine Damen und Herren. Gut, dann machen wir jetzt unser Päuschen, dann sehen wir uns aber auch genau um 45 wieder. Alex, du bleibst noch erhalten, oder? Ich bleib euch noch ein bisschen. Yeah. Barentor. Dann sagen wir erstmal, verabschieden wir uns von Barentor und sehen uns gleich wieder, wenn es heißt KSP. Reingehauen, Leute. Bis gleich.
Hallo? Ach, das ist der falsche. Der, das ist der richtige Knopf. Hallo? Wir sind wieder da. Seid ihr auch wieder da? Dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir über Schokolade sprechen. Also, fangen wir mal mit denen an, die ich schon so gut wie aufgegessen habe. Also, eine Marke, die heißt Blanchard oder Blanchard oder irgendwie so, schreibt sich Blanxart. Und die kommt aus Barcelona, made in Spain. Na, das ist ja nicht direkt die Schweiz. Die ist aber toll, die hat nämlich Conlesche, ja, und I Avellanas. Also mit Mandeln, glaube ich. Nee, Haselnüsse. Haselnüsse. Jetzt korrigiert mich doch mal einer mit meinem Spanisch. So, dann ganz vorzüglich. Grand Cru Confect heißt die. Zwei-Tone. Sie hätte auch zwei Töne heißen können. Ist eine dunkle Schokolade kombiniert mit einer weißen Schokolade. Und wenn man das kennt, dann weiß man, dass weiße Schokolade eigentlich gar nicht so der Burner sind für den Gourmet-Schokomann. So, und ganz besonders lecker und hat mich sehr fasziniert ist, und dafür mache ich gerne Schleichwerbung, Original Beans. Kann man hingehen auf originalbeans.de. Esmeraldas Milk 42%, Bio-Milchschokolade von weltberühmten Arriba-Kakao, pazifischer Nebelwald Esmeraldas, Ecuador. Samtige so Noten von Karamell mit Fleur de Sel. Wisst ihr Bescheid? Pur biologisch, direkter Handel. Und die pflanzen irgendwie für jede Schoki, die du kaufst, auch einen Baum. Und die war lecker. Schmeckt auch ein bisschen nach Karamell. Habe ich rausgeschmeckt, ohne vorher gelesen zu haben, was draufsteht. So, und jetzt haben wir noch zwei, die richtig cool sind. Und die sind aus der Chili-Ecke. Nämlich, großer Fan bin ich von Shell. Shell-Schokoladen. Shell-Schokoladen.de. Auch das kein Sponsoring, weil ich alle nenne. Aber ihr könnt mir gerne was schicken, liebe Leute von Shell. Guinea Ancho. 70% edelherbe Schokolade. Speziell gedacht für zum Wein. Ein feiner Blend von Trinitario und Cirolo aus Neuguinea mit Ancho-Chili und leichter Raucharomatik. Perfekt zu feinen Zigarren aus Kuba, Sumatra oder der Domrep. Feiner Begleiter zu getorften Whiskys und holzgereiften Wein. Weinempfehlung zu körperreichen und holzgereiften Weinen wie Merlot, Barbera, Primitivo, Cabernet, Tempranillo, Caminere oder zu einem weißen Kerner. So, übrigens Primitivo, falls hier der eine oder andere Freund des Weines dabei ist. Primitivo ist die gleiche Rebsorte im Prinzip oder die gleiche Rebsorte, mehr oder weniger wie der gute Zinfandel. Das ist einer oder Zinfandel, einer der bekanntesten kalifornischen Weinsorten. So, dann habe ich noch eine letzte, nämlich Menacao, Truly Madagascar, Dark Chocolate 70%. Mit Bird Chili. Fruity and spicy. Zotter habe ich leider heute nicht dabei. Das ist so. Zotter ist nicht dabei und die andere Marke habe ich vergessen. Wie heißt denn die Marke, die immer so einen Jugendstil-Optik hat auf der Verpackung? Ist das Zotter? Ich finde ja. Gut, also ich genug über Schokolade gesprochen. Ich werde aber jetzt welche essen. Und ich überlege mal. Ich mache, glaube ich, die Milchschokolade zuerst. Die mit, wo ein Baum gepflanzt wird, dafür mir am besten. So, und dann können wir uns ja schon mal, da habe ich noch Fragen an den Chat, lieber Chat, bevor wir hier, also mehrere Fragen. Eine Frage ist, und wir sollten die nicht alle auf einmal machen, aber eine Frage ist, was wollen wir machen? Ein Vorschlag hätte ich, wäre, wir versuchen mit legalen Mitteln, also ohne irgendwie unlimited Fuel oder so, einen Speedrun zu machen zum Mond. Was haltet ihr davon? Möglichst schnell zum Mond kommen mit dem, was wir maximal im Vehicle Assembly Building bauen können.
oder irgendwas anderes. Oder zum Beispiel ein SSTO, aber da bin ich super scheiße drin, Andi. Das weißt du, das wird sich nur amüsieren über mich. Und die andere Frage, die ich habe, ist, jetzt ist ja der Sommer vorbei. Jetzt können wir es ja eigentlich nicht mehr Sommersonne-Streaming nennen. Und ich hatte mich gefragt, wenn wir es schon anders nennen müssen, oder müssen wir es anders nennen, Fragezeichen, sollten wir nicht vielleicht auch auf einen anderen Termin gehen? Ist Donnerstagabend für euch gut? Ich hatte nämlich überlegt, ob wir vielleicht sowas machen wollen wie sonntagsvormittags, weil da kann eigentlich immer jeder. Und neben dem Auskatern einfach so ein bisschen chillaxed, mal ein Game zocken ist ja vielleicht ganz nett. Könnt ihr auch mal zu äußern. Die dunkle Seite vom Mond aufdecken, naja. Aber wir haben noch nicht geklärt, ob Zotter jetzt das mit der Jugendstiloptik ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, zu den zwei Themen hätte ich gerne eure Meinung gehört. Alex hat mir seine schon gesagt, glaube ich. Du hattest irgendwie das Gefühl, spielt eigentlich keine Rolle. Nee, also... Wenn ich das richtig erinnere, oder ich habe es falsch erinnert. Weil ich nicht richtig gelesen habe. Ja, also ich dachte... Weiß ich nicht, ob der Chat mir dabei pflichtet, aber... wenn wir das von Sonntag zum Beispiel machen, das war so angedacht, weiß nicht, hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, dass man dann vielleicht, wenn man sagt, man fängt so um 11 an, dass man dann nun vielleicht gerade so dann nach einer Stunde, anderthalb Stunden dann vielleicht so in die Mittagszeit rutscht, die ja bei dem einen oder anderen vielleicht noch richtig stattfindet, so mit Mami kocht und dann müssen alle am Tisch sitzen und sowas. Also mir persönlich gefällt Donnerstagabend eigentlich, passt mir eigentlich immer ganz gut, Entschuldigung, weil ich da eigentlich nie irgendwie so richtig was vorhabe, das ist eigentlich eher immer so eine Ausnahme und ich, wie gesagt, also ich wäre dafür, dass der Termin weiterhin so besteht, das bin halt nur ich. Okay. Ja, der Chat ist auch noch nicht so wirklich mit Sonntag an Bord, deswegen machen wir einfach den Donnerstag weiter, würde ich dann sagen. Also man weiß es nicht, man kann es nicht für die Allgemeinheit sagen. Natürlich sind heute die Leute da, die Donnerstags können. Aber wo ist eigentlich das KSC jetzt? Verdammt. Ist da das KSC? Ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir... Ich will nämlich den Mond richtig postieren. Ist das gut? Das ist ganz gut, das machen wir mal. Donnerstags oder Dienstags findet Andi gut. Mittagsschlafstören ist auch nicht gut. Bisschen früher wäre nice. Früher als was? Früher, Donnerstags früher? KSP-Sound etwas leiser, okay, das können wir machen. KSP-Sound etwas leiser. Settings. So, leiser. Nice one. Bisschen früher inwiefern? Bisschen früher am Donnerstag, dass wir früher anfangen? Oder was meinst du? Was machen wir da? Weiß man nicht, aber die Zeitverzögerung ist ja immer so das Problem hier im Chat. Also früher oder später, man weiß es nicht. So. Also machen wir jetzt, ich habe jetzt nichts außer SSTO gehört. SSTO bin ich so ein bisschen, weiß ich nicht, habe ich nicht so Bock drauf. Momentan bin ich auf dieser Mond-Idee. Falls jemand gegen diese Mond-Idee ist, Bescheid sagen, ansonsten mache ich jetzt die Mond-Idee. Mond-Idee? Man weiß nicht. Dann mache ich noch ein Stück Schokolade auf und danach sprechen wir über die Mond-Idee. Ich glaube, ich probiere jetzt mal die Chili-Schokolade. Falls ihr es noch nicht probiert habt, Chili in eine Schokolade zu tun, warum ist das gut? Weil es den Charakter der Schokolade nochmal raushebt. Es weckt die Geschmacksknospen auf. Und ergänzt sehr, sehr gut das eher ja ursprünglich herbe, säuerliche, ein bisschen bittere von der Kakaobohne. Dienstags. Also wir haben jetzt Dienstags und Donnerstags, habe ich ein bisschen gehört. Aber sonntags generell kommt nicht so gut an. Witzig, ich hätte gedacht, sonntags früh ist sowas, wo jeder sagt, ja, das wäre vielleicht lustig. Mmh.
Nom, nom, nom. Sorry. Knister, knister. Und mein Kater. Ich bin dafür, Georg macht eine neue, macht einen neuen weitere Videosendung. Georg isst Schokolade. Oh, wo man Georg einfach nur zuhört, wie er Schokolade isst. Ohne Erklärung, sondern einfach nur das Aufreißen der Packung über den Genuss, über. Und das war's. Und das nenne ich Georg der Aufreißer. Ja, wunderbar. Diesen Namen haben wir auch schon. Genau, das hier ist der leichteste, das leichteste Personenbeförderungsgefährt. Und natürlich nehmen wir Valentina. Valentina. Hup. So. Und dann brauchen wir, das Ding muss natürlich landen. Die Frage ist, wann müssen wir es landen? Weil wir müssen ja hin und zurück. Müssen wir hin? Müssen wir nur hin oder müssen wir auch zurück? Das ist die Frage. Ich würde sagen, lasst uns mal. Tiger, mein Kater, er geht auf die Tastatur vom Chatrechner. Kim, Tiger. Ach, da ist der Fondormann. Hallo, Fondormann. Bei mir kommt nur Fondor-Schokolade auf den Tisch. Ja, ganz genau. Donnerstag ist schon okay. Ja, wir finden da keinen Konsens, logischerweise, weil 22 Leute, 23 Meinungen, ist ja auch okay. Aber ich hatte gedacht, vielleicht haben wir Glück und es kristallisiert sich was raus. Aber das Einzige, was sich kristallisiert, ist, dass Sonntag scheiße ist. Tja. So, ich würde sagen, wir machen einen einfachen Never-Return-Länder. Oder wir brauchen ihn nicht mal Never-Return machen. Wir können ihn sogar so machen, dass er zurückkommt. Aber der Speedrun selber ist dann nur auf der Hinstrecke. Das machen wir mal. Und soll der auch heil zurückkommen? Was meinst du, Alex? Soll der auch zurück in die Atmosphäre? Soll ich Fallschirme dran machen? Ja, ne? Ja. Fallschirme sind, würde ich schon ganz sagen, nett. Ne? Und Tiger geht auf die Tastatur. Wenn ihr jetzt Nachrichten im Chat von mir seht, die sind von meinem Kater. Machen wir 4 Fallschirme, das ist ganz lustig. Und dann machen wir oben drauf unseren Technikblock. Jetzt kann ich auch den Chat gerade nicht lesen, weil der Kater sich drum kümmert. Aber das ist der beste Mod, den ich haben könnte. Komm, bisschen streicheln. Das ist immer schlecht, wenn ich so 3 Stunden nicht verfügbar bin für die Katzis. Da kommt er ab und zu vorbei und sagt, hallo. So, und dann machen wir Solarpanels dran, wir brauchen ja nicht viel. Aber wir werden relativ kräftige SAS dran haben. Aber ich nehme die normalen Panels. Normale Panels. Da. Und dann machen wir ganz viele Panels dran. Ups, wo sind die Panels? Da, Panels. Wir haben ja kein Problem mit einem Part-Count eigentlich hier. Oh, und bald haben wir gar kein Problem mehr mit dem Part-Count. Na, Tigger? Weiter auf der Tastatur rumhocken. So, dann machen wir einen Fuel Tank drunter und das wird einfach nur unsere Lande- und Return-Stufe. Und wie viel brauchen wir? Ich glaube, wir brauchen nicht ganz so viel. Jetzt legt er sich flach über die Tastatur. Herrlich, großartig. Er schreibt zum Glück nichts, aber er hat den Videostream neu gestartet. Jetzt, wenn wir gleich Aussetzer haben, sagt Bescheid, dann zieht er zu viel Performance beim Videogucken. Ja gut, ich mache eine etwas größere Landerstufe, oder? Nein. Jetzt kann ich auch den Chat wieder lesen. Ich ziehe den Rechner mal unter dem Kater raus. Ja, die guten Katzen. Mit ein bisschen mehr Körbels als nur einem. Nein, ist das Gewicht zu hoch. Der Kater heißt nicht Integer, der heißt Tigger. Ich habe ihn nicht selber so. T-I-G-G. Genau, wie? Ne? Hab ich vergessen. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh, genau. So, jetzt müssen wir einen Tank drunter machen. Ich glaube, ich will eine kompakte Länderstufe. Witzigerweise ist Tigger eine Disney-Dazu-Erfindung und gehört gar nicht im Original mit dazu. Hat Walt damals gesagt, ich glaube, wir brauchen noch eine Katze. Anscheinend. Der Walt. Ist eigentlich der Film schon rausgekommen mit Tom Hanks als Walt Disney? Ja. Der ist schon gelaufen und ich habe ihn verpasst. Nein! Der heißt Saving Mr. Banks und es geht darum, wie Walt Disney Mary Poppins gemacht hat. Und ich muss sagen, ich fand den Film eigentlich super.
Und die wirklich ganz wenigen Sachen, die halt nicht historisch hundertprozentig korrekt waren, waren aber okay. Und vor allen Dingen Tom Hanks als Walt Disney, wohlgemerkt der allererste Schauspieler, der Walt Disney jemals gespielt hat, macht einen hervorragenden Job. Also man guckt den Film und das ist tatsächlich, man hat echt das Gefühl, das ist Walt Disney. Also kann ich nur empfehlen. Das habe ich eigentlich fast gedacht, aber ich bin erst mal wieder völlig an mir vorbeigegangen, leider. Okay, gut. Wir brauchen natürlich einen Dekopler. Und ich glaube, wir gehen gleich hardcore-mäßig auf die nächste Stufe. So. Den wollte ich nämlich noch sehen. Ich glaube nämlich, der ist richtig gut. Habt ihr irgendwelche guten Filme gesehen, lieber Chat, in letzter Zeit? Irgendwas, was ich gucken sollte? Und werdet ihr euch The Martian angucken? Wie heißt der eigentlich auf Deutsch? Heißt der? Ich weiß gar nicht, ob der bisher einen deutschen Titel hat. Ich bin ja bei sowas auch, ich weiß es mal nicht. Ich kenne auch immer nur die englischen. Der Marsmann. Der Marsmann. Mars macht mobil. Mit Arbeit, Spaß und Spiel. Viel zu viel. Ja, Martian, ja, bin ich sehr, sehr gespannt. Steht definitiv auf meiner Liste. Und diese Liste ist für dieses Jahr gar nicht mehr so wirklich lang. Das, weil das Jahr nicht mehr so richtig lang ist. Ja, das auch, aber also kommt natürlich der Film des Jahres kommt natürlich erst, kommt ja quasi wirklich direkt am Ende. Wer ist das? Welcher ist das? Ja, wer sich jetzt wundert, was könnte der Film des Jahres sein? Ich spreche natürlich von Star Wars. Ach so. Ich persönlich freue mich auf den neuen Star Wars und ich nicht. Ich weiß, ich weiß. Warum habe ich eigentlich zwei Decoupler dran gemacht? Weil ich mir an Star Wars gedacht habe und dachte, das ist doppelt scheiße. So. So. Naja, ich verstehe. Ich glaube, wir sollten von hier aus direkt nach außen bauen. Spectre, natürlich. Spectre. James Bond. Definitiv. Klar. Ich gucke gerade die ganzen alten Bond-Filme und habe festgestellt, dass ich Opfer der Kindheitserinnerung und damit der Verklärung bin. Ich bin früher hauptsächlich mit den Roger Moore-Bonds aufgewachsen und ich muss gerade feststellen, dass die schlimmsten und schlechtesten Bonds zur Roger Moore-Ära gehören. Inklusive Timothy Dalton. Oder der Chat sagt, der Marsianer heißt er auf Deutsch. Und gestern in der Sneak, alles steht Kopf. Connor, war denn der gut? Und die meisten gucken offensichtlich Star Wars und den Marsianer finden die auch gut. Sehr gut. Timothy Dalton. Was ist mit Timothy Dalton? Timothy Dalton, ich bin ihn noch nicht. Ich bin noch in der Moore-Ära. Okay, gut. Dann wird das noch ein wenig dauern, befürchte ich. Okay. Nee, gar nicht mehr. Ich glaube, es sind noch zwei Filme, habe ich, glaube ich, noch. Und dann den schlimmsten habe ich schon hinter mir. Das war Moonraker. Also, meine Güte. Das ist ein wirklich schlechter Film. Moonraker? Ich denke, du meinst Moonraker. Oder so, ja. Das trifft's auch. Der Moonraker, ja. James Bond in Space. Und das ist kein Witz. Wer den Film noch nicht gesehen hat, das ist im Grunde, worum es geht. Das klingt eigentlich gar nicht so. Also ich erinnere mich dunkel an den Film. Ich sollte ihn eigentlich unter diesen Umständen mal gesehen haben. Das ist doch scheiße, das passt gar nicht so vielleicht. Nee, fick, die hängen ineinander. Was mache ich denn jetzt? Okay, wir müssen hier ein wenig improvisieren. Wir brauchen noch etwas mehr Abstand. Dakota sagt, ja, Moonraker gab es nur wegen Star Wars und Bis Rio ist da ein guter Film. Ja, stimmt. Bis Rio ist der Film tatsächlich relativ gut. Aber danach ist einfach so viel Furchtbares und man merkt tatsächlich, also man muss dazu sagen, Moonraker ist 79 rausgekommen, 2 Jahre nach Star Wars und man merkt, da wollte man sein eigenes Star Wars so ein bisschen machen und das ist einfach super in die Hose gegangen. Ich muss zusehen, dass ich mich hier auch gleichzeitig auf den Bauprozess, wenn du den Chat monitoren kannst, dann muss ich nicht die ganze Zeit meinen Kater wegschieben. Sag mir doch bitte, wenn im Chat was passiert, was ich beantworten muss. Du vermittelst jetzt zwischen dem Chat, bitte. Wenn du kannst.
Was haben wir noch? Ja, an Filmen. Brutzer sagt, Ant-Man war noch ganz lustig. Den habe ich leider noch nicht gesehen. Den habe ich verpasst. Andy war in Transporter. War das der neue Transporter? Da wäre ich mal interessiert, wie du den nur fandest. Ich finde ja die Original-Transporter-Filme mit Jason Statham, finde ich ja gute, kurzweilige Unterhaltung. Das funktioniert noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Transporter. Ich habe noch keinen einzigen gesehen. Worum geht's da? Also offensichtlich darum, dass irgendwas transportiert wird, aber abgesehen davon. Also es geht im Grunde eigentlich um den namensgebenden Transporter, gespielt von Jason Statham, mhm, der dann von Luc Besson auf eine Mission geschickt wird. Und eigentlich ist der immer total professionell und will einfach nur seine Fracht von A nach B bringen und nicht weiter irgendwelche Probleme haben. Natürlich läuft das natürlich nie so, wie es soll in den Filmen und dann steckt er natürlich irgendwie mittendrin und wie gesagt, sind eigentlich ganz kurzweilig, sind nette, sehr, sehr coole Stunts, so Fahrstunts und auch auf die Mütze hauen Stunts und also ich finde die eigentlich ganz lustig und sind, kann man sich ruhig mal geben, wenn man mal leichte Unterhaltung sucht. Okay, verstehe. Das klingt ja eigentlich ganz gut. Dann sollte ich da mal fast drüber nachdenken, was? Ja, die sind auch immer nur so ungefähr um die 90 Minuten lang. Also das, was ja für heutige Verhältnisse schon wieder nicht mehr so ganz modern ist, wo alles ja fast 2 Stunden geht. Und ja, also die ersten 3 fand ich eigentlich super. Ah, okay. Oh, nicht schlecht. So, jetzt müssen wir überlegen, wie wir hier das Staging machen. Das ist natürlich noch nicht unsere Kitty, reicht noch natürlich noch nicht. Da brauchen wir noch mehr. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen die geht da rein. Ja, wir machen das schön. Die geht da rein. Die geht da rein. Die geht... Moment mal, das geht so nicht. Wie viel? Das müssen wir nochmal neu ausrechnen. So. Wenn die da reingeht, dann geht die da rein. Und kann ich zwar. Das macht er nämlich nicht, genau. So, und wenn die da reingeht, dann geht die da rein. Und dann geht's noch einmal rum, nämlich die da rein. Nice One sagt, das Ding muss noch verstruttet werden. Das muss noch verstruttet werden, aber sowas von. Und dann muss die ist auch noch lange nicht fertig, mein lieber Herr Gesangsverein. Und dann gehen die nämlich hier nach Upsala. Dann geht das nach innen. Und was geht noch nach innen? 1, 2, 3, 4. Das geht nach innen. Das geht nach innen. So. Also, das sollte theoretisch schon mal eine ganze Menge Power geben. Und dann müssen wir das verstrutten. Aber wir sind noch längst nicht fertig mit unserer Aktion. So, jetzt wird das verstruttet, aber dafür können wir jetzt Gott sei Dank wieder Symmetrie nehmen. Und das wird so viele Struts kriegen, dass der Part-Count jammert und sich in die Ecke windet. So. Oder vielleicht auch nicht. Mal schauen. So, ja, jetzt haben wir natürlich schon wieder ein Problem, dass wir hier so drin sind. Oh, machen wir mal hier so schöne spiralförmige Geschichten. Weil es einfacher ist. So. Und noch ein Stockwerk tiefer. So. Und jetzt, Kenners, jetzt kommt es. Jetzt nehmen wir diese Separatrons und packen wir hier nochmal an. Connor Devil merkt an, die letzte Fuel-Leitung sitzt über dem Decoupler. Beide Fuel-Leitungen sitzen über dem Decoupler. Richtig? Beide letzte Fuel-Leitungen, ja.
Muss aber nicht, hast du recht. Können wir mal runter machen, da spielt eigentlich keine Rolle, denke ich, aber wir machen sie ruhig mal runter, hast ja recht, dann ist das alles, hat das etwas mehr Ordnung. Ordnung muss sein. So, und dann kommen wir jetzt hier nochmal ran und geben die Fuel Tanks. Und zack. 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 Und zack. Der Blofeld. Mein Lieblingsbond. Vielleicht auch, weil es der einzige war, den wir damals auf VHS aufgenommen haben. Jetzt drückt der Kater richtig die Tasten. Offensichtlich hat er gerade den Chat als Popout-Fenster geladen. Jetzt geht's los. Kinders. Nein, er hat das Video als Popout-Fenster. Jetzt läuft der Stream zweimal. Tigger, so geht es nicht. Sag mir Bescheid, wenn die Frames droppen. Ich will ihn jetzt nicht wegschützen, schubsen. Er hat das nicht verdient, mein kleiner Schatz. So, was wollte ich machen? Struts und andere Dinge. Jetzt brauchen wir Und von nämlich. deinem Lieblingsbond Ja, berichten. mein Lieblingsbond. Mein Lieblingsbond war der. Das habe ich gerade auch in Operation Vanilla erzählt, wenn ich mich recht entsinne. Der, wo Blofeld, glaube ich. Oder war das? Ja, ich glaube, es war Blofeld. Amerikanische und russische Weltraumkapseln kapert. Genau, das hatten wir eben auch schon, wurde auch schon gerade drüber Achso, geplaudert. ich bin dann nur wieder zu spät dran im Kopf. Ja, Hoppla. da Fire Turtle hatte gefragt, ob es da anscheinend mehrere Bonds gibt zum Thema Weltraum. Und Dakota hat darauf hingewiesen, dass das schon mal dass es ein Connery-Bond war, und zwar genau der, den du gerade meintest. Man lebt nur zweimal. War das der, ne? Und da habe ich auch gesagt, also dass auch die Version von Blofeld auch zum Beispiel die Vorlage für Dr. Evil in Austin Powers war. Ganz genau. Unverkennbar, unverkennbar. Den fand ich auch so großartig. Ja, der großartige Donald Pleasence, der hat immer die etwas merkwürdigeren Typen gespielt. Ja, ne? Das schien mir auch so. Also sehr, sehr angenehm. Und dann gab es noch einen, dann gab es nämlich noch den mit Dr. No. Den ich fand ich auch sehr gut. Das war der allererste. Es war das der allererste? Mit der Das. wurde dann auf dieser Tropeninsel. Offensichtlich meine Lieblingsbonds haben alle Sachen mit Truppen. Jetzt bearbeitet Tigger das Display von dem Chatrechner mit seinen Krallen. Tigger, was geht? Mein kleiner Spatz. Er kratzt das Display. Schatzi. Ich muss hier heute ein bisschen multitasken. Na? Und jetzt setzt er sich genau auf das Scharnier. Das tut mit Sicherheit richtig gut. Naja, so teuer war er nicht. Ich kann den Chat nicht mehr lesen. Es tut mir leid. Jetzt ist er runtergesprungen. Oh, ich kann endlich alle Fenster schließen, die er hier aufgemacht hat. So. Das aus. Und jetzt kann ich den Chat wieder lesen. Aber ich muss ja bauen. Von daher weiter, weiter, weiter. So. Ja, der ist das. Dr. No mit dem. Und wo die dann da dekontaminiert werden. Ist das die Genau. Geschichte? Ja. Hat mich damals schwer beeindruckt. Ich habe gedacht, was? Dekontaminieren? Wofür macht man das denn? Damals habe ich mir solche Fragen gestellt. Und da habe ich was rausgefunden, warum man sowas macht. Ja, Ich glaube. Ja? Dakota schreibt da auch gerade Ursula Andress, uiui. Oh, das war Ursula Andress. Jetzt verstehe ich, warum mich das so bewegt hat. Ja. Sehr gut. Wollen wir mal gucken, wie schnell das Ding fliegt, ob überhaupt? Ist es an der Zeit für uns? Was sagst du, Alex? Sieht das aus wie eine bondmäßige Rakete? Wie eine bondmäßige Rakete bestimmt. Sehr schön. Ich glaube, das Staging müssen wir nochmal überprüfen. Aber ansonsten geht es hier gleich ab wie Schmidts Katze. Schmitz Cat. Schmitz Cat. Ist das ein guter? Ups, ups. So. Staging überprüfen, das wird ein Spaß. Aber das machen wir zum Glück nur einmal. Also, was ich mit Sicherheit sagen kann, da braucht man gar nicht eine neue Stufe machen. Die kommen runter. Die kommen. Oh, da kommt er wieder raus, das Erkältungsding ins Bummens. Ist das die da oben?
Das ist die da oben. Die muss nicht unbedingt mit den Fallschirmen zusammen. Und die kommt mit dem Decoupler. Und das ist der Decoupler und der kommt mit der zusammen. So, und jetzt fängt es an spannend zu werden. Denn wir gehen von außen nach innen. Ups. Und wir brauchen die Kuppler. Und wir brauchen als allererstes... Und wir machen das nur einmal, danach speichere ich das ab. Fondo erinnert sich an die weiße Badehose. Die weiße Badehose? Wer hatte eine weiße Badehose? Ursula Andres? Ja. Und dann, Dakota erinnert sich noch an das Messer an selbiger Badehose. Und Fire Turtle meint, Bond Air hat grünes Licht. Bond Air hat grünes Licht? Ich verstehe kein Wort. Bond Air, so wie in Bond Airlines. Ach so, er verstehe. Hat grünes Licht. Ah, das heißt, wir nennen die... Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ah, sorry, ich bin heute langsam. Das heißt, wir nennen die Rakete auch irgendwie Bond-Style. So. Das. Dann... Jetzt brauchen wir die nächsten. Das ist der nächste. Und der geht zusammen mit dem hier. So, und jetzt haben wir hier noch welche. Das wird nachher sich drehen wie verrückt. Davon können wir schon mal ausgehen. Das ist der nächste. Und auf der anderen Seite ist das der nächste. So, das ist schon mal gut. Und wie nennen wir das Ganze denn eigentlich? Die Blofeld. Blofeld Maximus. Blofeld Maximus Dinge. So nennen wir das. Und jetzt machen wir den die nächste Stufe. Ist das der? Welcher ist das? Der ist das. Der kommt da runter und dann klappt er die alle wieder auseinander. Oh, das ist ja ein Skandal. Dann muss ich ja jetzt den richtigen finden. Das müsste dann der sein. So. Und der nächste, die nächsten beiden sind der. Und dann entsprechend der, ja. Yes, yes. So, jetzt müssen wir nur noch zwei auseinanderfriemeln. Oh, ich bin so glücklich. Der. Und... Dakota merkt gerade an, ich habe nur einmal Spectre geschrieben und wir reden seit 15 Minuten über Bond. Aus Star Wars ist leider keiner angesprungen. Oder was heißt leider, ist keiner angesprungen, so wie zum Thema Film des Jahres. Interessanter Punkt, aber vielleicht liegt das nur daran, dass ich ein Star Wars-Muffel bin. Also ich bin kein Star Wars-Muffel, ich bin ein J.J. Abrams-Muffel. Das ist leider so. So, wir probieren das jetzt mal aus. Ich glaube, das Ding wird entweder kolossal scheitern und das wünsche ich mir ehrlich gesagt so ein bisschen, dass das kolossal scheitert. So, seid ihr bereit? Sherlock. Sherlock. Ja, was ist denn mit Sherlock? Ich habe Sherlock sehen müssen für ein Seminar letztens und habe nicht verstanden, warum alle sich so ins Höschen machen. Ich glaube, weil wir einen Fetisch haben für Benedikt Pferdegesicht. So, der Mond müsste mehr oder weniger über uns sein und da wollen wir hin. Und 3, 2, 1... Wir hätten vielleicht RCS mitnehmen sollen. Okay, das hebt schon mal nicht so schnell ab. Vielleicht brauchen wir ein paar Booster. Aber ich glaube, das Ding wird relativ schnell auf Touren kommen. Hey, der Witzka. Das wird in etwa auch die Größe sein von unserem Eve-Launcher, befürchte ich. Fire Turtle, welche Serie ist großartig? Star Wars? Ja, sicherlich. Ich bin auch einer, der sagt, 1 bis 3 sind nicht so schlimm, wie man denkt. Aber ich bin kein Freund von J.J. Abrams Filmen und Serien. Ich finde... Ich glaube, er meinte jetzt Sherlock tatsächlich. Ach so, Sherlock. Okay. Ja, aber...
weiß ich nicht, das ist keine Ahnung. Das ist so die Leute, die, also ich habe vor mir heute alle meine Abonnenten zu vergrauen. Das ist ungefähr so wie dieser Deutsche, ist unsere Stufe, sag doch mal einer Bescheid, dass die schon leer ist. Jetzt ist schon die nächste leer. Eieiei, das geht schnell. Sud, geht gut. Also dieser deutsche Fokus, dieser deutsche Fetisch, was den Tatort angeht. Als ob es nicht irgendwie... Ja, keine Ahnung. Will ich gar nicht so viel über Worte verlieren. Gibt's, ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, über diesen Tatort-Fetisch. Das ist der Grund, warum ich nie im deutschen Fernsehen arbeite, weil ich gegen Tatort bin. Bin ich ziemlich sicher, dass das der Grund ist. Die lehnen meine Anti-Tatort-Haltung ab. Noch dreht sich das Ding nicht viel beknackt. Ich bin ganz glücklich. Wir haben ein bisschen Nachtstart, aber ich hoffe, das ist okay. Jetzt sieht es übrigens richtig schick aus. Das finde ich tatsächlich einigermaßen schick. Das ist ja der Knüller. Wenn er nicht gerade Khan spielt, ist er gut. Ich habe auch kein Problem mit ihm als Schauspieler. Als Schauspieler ist er okay, aber diese Hysterie, alles, was er macht, so hoch zu jubeln. Er hat einfach einen sehr, sehr guten Publizisten und die wissen, wo sie den Mann dann unterbringen müssen. Aber dass der jetzt so viel mehr Mad Skills hat als andere, sehe ich mir auch nicht. Es ist einfach so, dass die Briten eben auch mal wieder einen Star haben wollten. Naja, die Briten haben eine ganze Menge Stars. Witzigerweise momentan welche Nationen, vor allen Dingen in Hollywood, wieder ganz groß vertreten sind, sind Australier. Das sind, ist mir gar nicht so bewusst, aber momentan sind es tatsächlich unglaublich viele Australier. Was ist das mit den Australiern? Ja, die wollen halt auch mal Schauspielern. Wer hat was auf eine Wand gesprüht? Ich verstehe kein Wort. Also ich kann nicht gleichzeitig Rakete fliegen und Chat lesen. Du musst das für mich übersetzen, leider. So, warum steigen wir eigentlich so auf? Das muss ich, glaube ich, mal erklären. Wir haben es jetzt so gemacht, dass der Mond mehr oder weniger direkt über uns ist. Und ich habe gedacht, das war eigentlich eine clevere Idee. Ich habe leider das Gefühl, wir müssen unseren ganzen Kram etwas kleiner machen oder noch mehr Booster mitnehmen. Ich glaube, wir nehmen noch mehr Booster mit. Die nächste Reihe machen wir boostermäßig kleiner. Ich glaube, Dakota meinte eine Sherlock-Folge, die letzte, die er gesehen hatte. Stimmt, die habe ich auch gesehen. Das war das, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist das Maximum, was die Dozentin von mir verlangen kann, was ich mir ansehen kann. Sie meinte irgendwie, schau die ganze Staffel. Und ich meinte, nein, 3 Folgen. Irgendwie so. Also das meinte ich still zu mir. Das wäre dann aber auch die ganze Staffel gewesen. Ach so, okay. Ja, die Sherlock-Serie hat immer nur 3 Folgen à 90 Minuten. Ah, Dann habe ich ja unbewusst war ich ja brav. Ja, also ich persönlich mag Sherlock auch, was allerdings aber auch zum einen dann schon mal damit zusammenhängt, dass ich generell Sherlock Holmes mag. Und ich persönlich finde Cumberbatch als Sherlock Holmes zusammen mit Martin Kaufmann als Watson, ich finde die gut. Ich gucke die auch gerne und ja. Sind ja auch gut. SG Flo fragt, was studiere ich? Ne, das möchte ich ja gar nicht so sagen, du. Ich bin, abgesehen davon, es ist ja ganz bunt gemischt, aber es ist tatsächlich so, ich habe lange in Spiele gemacht und treibe mich jetzt wieder an der Uni rum. Gelegentlich für lustige Dinge, die mir Spaß machen. Das ist ja die Mischung. Also ich arbeite und mache Dinge gleichzeitig, die mir noch Spaß machen. So wie das hier und eben auch mal an die Uni gehen. Und das war damals ein Seminar über, ich weiß gar nicht, war das Transmedialität oder war es was über neoviktorianische, ich glaube, es war neoviktorianische Tendenzen in aktuellen Medien. Was nimmt der Georg zum Bearbeiten der Videos eigentlich für eine Software? Der nimmt Premiere, weil er das damals so gelernt hat mit Premiere. Sonst könnte er auch Final Cut oder sonst was nehmen, aber ich habe es mit Premiere gelernt. Und ich habe gehört, Sony Vegas ist auch toll, aber Premiere war es dann für mich. So, das war so ein bisschen der Plan und wir haben noch nicht mal den... Oh, wir müssen noch richtig was anbauen an das Ding. Gut, aber wir feuern mal die ganzen Stufen und gucken mal, wie weit wir damit eigentlich kommen. Ja, Josh tut Dinge mit Premiere unter anderem.
Aber es wird Zeit, während diese Sache brennt, mein Getränk aufzumachen und noch ein Stück Schokolade zu verspießen. So. Ja, die brennt. Also das Ding ist, sie hat unglaublich viel Leistung, diese Rakete, aber ich finde, sie braucht noch mehr. Sie braucht noch mehr Umf. Sie brennt ewig, aber ich finde, sie sollte noch ein bisschen mehr abgehen. Bisschen mehr abgehen. Ja. Was meint ihr? Schneller, höher, weiter. In erster Linie schneller, schneller. Also Ah, schneller, nur schneller, schneller. schneller. Ja. Und natürlich dadurch auch weiter und auch höher. Aber der Gedanke ist erstmal, dass sie schneller, schneller wird. So, also theoretisch sollte das reichen. Wir sehen schon. Und passt denn das ungefähr? Haben wir hier eine Begegnung? Ich mach mal Set as Target. Ja! Ja, sehr gut. Richtig abgepasst. Theoretisch können wir eine Begegnung erzwingen hier. Das ist sehr, sehr gut. Ups, jetzt habe ich die Triebwerke getrennt. Das wollte ich gar nicht. So. So. Und drehen wir das mal nur so ein bisschen. Ich glaube, wir können auch den Kurs mal ein bisschen. Ich gehe mal direkt auf Target. Oh. Ich könnte auch mal RCS-Module reinpacken, glaube ich. Target. Was? No Target? Wenn man Target doppelt klickt, dann nimmt er das Target aus dem Ziel. So, Target. Ich muss RCS einbauen. Dakota fragt, was wir denn mit dieser Rakete jetzt nun eigentlich machen wollen. Zum Ja. Mond und wieder zurück? Oder So wie? schnell wie möglich zum Mond und wieder zurück. Das ist der Plan. Also so schnell wie möglich zum Mond, dort landen. Und das ist der Teil des Speedruns. Und zurück zu Kerbin und sicher zurück muss es auch schaffen, aber nicht als Speedrun. Also nur zum, sorry. Nur zum Mond wie beknackt. Und dann ganz gemächlich zurück. So ein bisschen so wie ich, wenn ich morgens zum Bäcker gehe, morgens um 6, wenn ich aufstehe und dann sage, oh, ich will unbedingt zum Bäcker, weil jetzt hat er frische, warme Franzbrötchen und frische Käsecroissants. Und dann laufe ich ganz gemächlich wieder zurück, denn dann habe ich meine Käsecroissants und meine warmen Franzbrötchen. Boah, jetzt kriege ich Hunger. Nein, die Rakete ist ein ernsthaftes Projekt, Fire Turtle. Das ist ein ernsthafter Versuch mal. Ist eins der Sachen, zu denen ich nie komme, wenn ich Operation Vanilla mache. Verrückte Sachen machen in KSP. Da. 1,5 Meter Tanks und macht drei Reihen Booster außenrum. 1,5 Meter, 1,25 Meter meinst du? Drei Reihen Booster. Wir müssen auf jeden Fall Booster drumherum machen, aber ich glaube, ich habe da schon eine Idee, was wir machen. Wir brauchen auch noch genügend Staying Power, um dann zum Mond zu kommen. Also von daher, die Menge brauchen wir schon noch von Treibstoff. Also von daher wollte ich von den 375 Metern sich Sachen nicht abrücken. Da bin ich unvernünftig. Und alles auf der Nachtseite ist natürlich super scheiße, aber ich glaube, man kann es noch ganz gut sehen, ne? Ja, zumindest auf meinem Monitor ist das alles hell genug. Ja, so, ist die gleich mal ausgebrannt, die Stufe. Oh, es ist Zeit für Schokolade. So, ich habe schon die Chili-Schokolade probiert, die war lecker und aromatisch, aber irgendwie habe ich heute so ein Milchschokolade-Jeeper, der total unvernünftig ist. Oh, Separation. Und jetzt diese. Der Grund, warum ich hier die Rhino genommen habe, ist, weil man unter die F1 keinen Dings packen kann, keinen Separator. Verpasst, verpasst. Kleiner Testflug hier. Ah, Andy, ja, herzlich willkommen zurück. Jetzt gibt's Haselnüsse und Vollmilchschokolade von den Spaniern. Können die das? Ja, die können das. Das riecht lecker.
Nam, nam, nam. Okay. Also, ich will mal gucken, was wir hier spitze an. Ich mach mal hier ein bisschen Zeitbeschleunigung, Physik. Oh, oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Wir probieren das mal aus, ob das trotzdem funktioniert. Ich will wissen, wie viel Speed wir hier am Ende rauskriegen. Aber das sieht nicht sehr gesund aus. Also wir brauchen am Anfang, wir brauchen schneller mehr Geschwindigkeit. So viel steht fest. Ansonsten, wir haben hier... Ja, womit, wo kommen wir raus? Bei ungefähr 9.000 bis 10.000 Meter pro Sekunde. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Jetzt ist das... Komm, jetzt musst du mal wieder... Geh mal aufs Ziel. Ah, gute Nacht, Brüssel. Gute Nacht. Und Tigger ist wieder da. Und geht an die Schokolade. Schokolade ist total ungesund für Katzen. Fun Fact. Für Hunde auch. Hm? Für Hunde auch. Mhm. Also, wir haben am Ende... Und dann haben wir noch die Landerstufe. Ja, also wir haben ungefähr 9.500 bis 10.000 Meter pro Sekunde. Das finde ich total klasse. Komm, lasst uns mal den ganzen Sprit hier verbrauchen. Und mit Karacho auf den Mond aufschlagen. Und Fire Turtle geht auch. Sowas. Tschüss, gute Nacht. Tschüss. Und dann wollen wir mal sehen, wie viel Geschwindigkeit wir tatsächlich nachher wirklich haben. Das Schwierige wird übrigens... Digga, geht schon wieder auf die Tastatur. Geh von der Tastatur runter, Schatzi. Oh, jetzt hat er den Chat geschlossen. Sehr gut. What? Jetzt hat er ihn tatsächlich geschlossen. Ich dachte erst, er hatte ein neues Fenster aufgemacht. Nein, der Chat ist zu. Gut. Also, wir haben ja nicht nur das Problem, dass wir... Ist das Schokolade oder hat der Kater das an den Füßen mit reingeschleppt? Nein, Schokolade. Und frage mich nicht, wie ich das rausgefunden habe. Was soll ich sagen? Ich wollte sagen, wir müssen ja auch noch abbremsen. Es nützt ja nichts nur, dass wir... Oh, übrigens, insgesamt wahrscheinlich eher so 11.000 bis 12.000 Meter pro Sekunde drauf haben, sondern wir müssen die ja auch noch auf mehr oder weniger auf 0 reduzieren wieder. Und das könnte schon eine Herausforderung sein. Volles Karacho. Wie nah kommen wir eigentlich am Mond vorbei? Okay, aber mehr oder weniger. Wir sind zum Mond gekommen innerhalb von nachher 30 Minuten. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist schon eine relativ schnelle Reisezeit. Da können wir momentan, da komme ich nicht mal nach Hannover mit. Mit einer halben Stunde. Naja, vielleicht, wenn ich mich beeile. Oder mit einer Rakete. Oder beiden. Ich glaube, selbst wenn du dich beeilst, dann musst du dich schon... Also... Sehr beeilen, ne? Halbe Stunde? Ja. Wo passieren wir eigentlich den Mond? Da passieren wir den Mond. Okay, verstehe. Okay, also wir haben ungefähr 12.000 Meter pro Sekunde. Das reicht natürlich noch nicht. Nikki the Great. Hallo, Leute. Hallo. Die Negi. Ja, wir brauchen mehr Power. Also boosten wir uns noch ein wenig. Wie können wir uns mehr boosten? Wir schauen uns mal die Engines an. Wir haben nämlich die hier. Die macht ja abartige 3746 Schub. Oder ISP. Und die macht 2800 irgendwas. 1800, okay.
Ja, dann bleiben wir dabei. Wir machen das Ganze nur kleiner und an den Rand. So. Und ich finde, jeder von diesen Dingern kriegt jetzt seinen eigenen kleinen Nupsi. Also, Science, Utility, Structure brauchen wir. Und wir hängen hier die ran. So. Langsam wird es hier ein bisschen eng an den Seiten, ne? Ach, da geht doch noch was. Ja, geht auch vor allen Dingen noch was, weil jetzt haben wir Platz an der Seite. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Probieren wir das mal da. Da, passt das noch? Ich glaube ja. Und der sitzt direkt an der Fiu Upala. An der Fiu-Leitung. Tega. Tega ist heute ein bisschen needy. Hast du ihn zu stark ignoriert? Er hat heute. Ich war den halben Tag nicht da, logischerweise. Und davor, als ich da war, wollte er nichts unternehmen, hat gepennt. Und jetzt ist er halt bedürftig. Und jetzt will er jetzt seine Schmuseeinheiten. Das ist das Schöne mit Tieren. Egal, ob du einen guten oder einen schlechten Tag hattest, das interessiert die nicht. Die brauchen dich. Egal, ob du einen guten oder schlechten Tag hast. Und wenn du einen guten Tag hast, dann musst du trotzdem auch das Katzenklo ausräumen. Und wenn du einen schlechten Tag hattest, dann kommen sie trotzdem noch vorbei und schmusen mit dir. Also das finde ich immer ganz schön, weil man landet irgendwo immer in einem Ort, wo man eigentlich einen angenehmeren Tag hat. Also das mit dem Katzenklo nicht wirklich, aber du weißt, was ich meine. Man kommt zurück zu so einer Mitte. Dann wollen wir mal sehen. Wir brauchen Fuel Tanks. Wir brauchen wieder die großen. Das nehme ich jetzt unsere Bruster. Und da. Und da. Und dann nehmen wir die jetzt. Nice One fragt, ob der Stream noch lange braucht. Er schreibt morgen an einer Arbeit und muss fit sein. Nice One, ich zwing keiner hier zu bleiben. Ich würde sagen, wir wollen auf jeden Fall noch den Mond irgendwie ein. Wir wollen einen Versuch machen, damit zu landen. Also ich bin zwar ziemlich sicher, dass er nicht hundertprozentig klappt. Und das funktioniert schon mal nicht gut. Dann lassen wir die schon mal weg. Die funktionieren nicht, dann machen wir nur die äußeren. Aber ich denke, noch einen gesitteten Versuch machen wir auf jeden Fall. Noch ein Stündchen können wir hier noch rumprobieren. Da sind noch zwei Versuche drin, würde ich sagen. Aber das Gute ist ja, ihr könnt das dann ja morgen als Video on Demand sehen. So. Da. Und er kratzt schon wieder an der Tastatur rum. Junger Mann. Und vor allen Dingen steht er auch so auf der Kante. Jetzt hat er sich draufgesetzt. Tigger, ich muss heute unter schwierigen Umständen arbeiten. So, den machen wir nochmal außen ran. Ist das jetzt vielleicht sogar schon das Maximum, was ich hier optisch ins runterkriege? Ja, ne? Aber jetzt habe ich genug Platz, um hier noch seitlich was zu machen. Haha. Niki schreibt gerade, jetzt weiß ich endlich, wie man spielt und dann verpasse ich das. Ich glaube, sie meinte das mit ja, genau, mit Minecraft. Ja, wir waren bei dir zu Hause und haben alle Kisten aufgemacht. Ist so. Hashtag ist so. So, bitte. Und das tun wir hier ran. Wenn das mal nicht hier Booster-Spaß ist. Die müssen wir aber noch mal ransetzen. Das sieht alles etwas eng aus, aber das muss gehen. So. So, das müssen wir jetzt natürlich verkabeln. Das ist der schwierige Teil. Ich habe keine Ahnung, was im Chat passiert. Der Kater sitzt mitten drauf. Deswegen brauche ich meine Übersetzer dafür. Aber was ist Ja, im Blick? Niki schreibt, was? Was? Ja, wahrscheinlich empört darüber, dass ihr einfach so bei ihr zu Hause Ach in so, Kisten ja, stöbert. das war so. Das haben wir gemacht.
weil wir schlechte Menschen sind. Ich mache erstmal von außen nach innen und dann können wir weitersehen. Das Ding kostet inzwischen auch schon 3 Millionen Funds. Wir hatten ja eine hitzige Diskussion im Chat, was es ist. Aber ich würde sagen, Funds ist genau wie... Ich weiß gar nicht, wer das auch im Moment gemacht hat. Also Funds ist für mich auch nicht der Name der Währung, sondern ist die Beschreibung der Funktion in dem Fall. Wo kommen sie her? Wo gehen sie hin? Was haben sie angestellt in ihrem Leben? Und der Name... Es gibt noch keinen offiziellen Namen. Körbachs finde ich ganz nett. Aber... Collar geht auch. Aber das ist ja auch schon belegt. So. Die kommen jetzt also von... Die sind von da nach da. Und dann... kommen die... Ja, so machen wir das mal. Die kommen mal von da nach da. Und dann kommen... Wir machen das mal ein bisschen einfacher. Und die nach da. Damit haben wir uns nämlich auch das Staging etwas erleichtert. So. Struts kommen auch gleich, keine Sorge. Nice One sagt gerade, danke Georg. Ich war der mit dem Funds-Argument, aber mir wollte niemand zustimmen. Naja, du hast mit einer einzigen Person diskutiert. Das mache ich mir etwas schwierig. Ich hätte ja zugestimmt, aber ich wollte mich da nicht einmischen. Ihr habt das schon im Griff gehabt. Also es ist auch tatsächlich eine schwierige Frage. Das kann man so aus dem Stegreif eben nicht sehen. Wenn man sich mit der Sprache nicht so hundertprozentig auskennt, dann ist es noch ein bisschen schwieriger. Was ist denn jetzt passiert? Habe ich was abgemacht? Shit. Manny wäre für Keuro und Andy wäre für Kerbonzen. Habe ich jetzt... Ich habe STRG-Z schon gedrückt, es passiert noch nichts. Nochmal STRG-Z. Ich hoffe, es kommt gleich wieder zurück. Keuro und was war das andere? Kerbonzen. Kerbonzen ist auch ein interessanter Ansatz. Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich finde diese Idee von Bonzen ist so ein überholtes Klischee. Finde ich persönlich, aber das bin vielleicht nur ich. So, dieser Tank sitzt da nicht besonders anständig drauf. Den müssen wir nochmal ransetzen. Sitzt er jetzt richtig? Jetzt sitzt er richtig. Und die Verkabelung ist auch noch richtig. Das Problem ist, dass diese Dinger hier in der Leiste... Ups. SG-Flo geht jetzt, wünscht eine gute Nacht und dann bedankt sich für den tollen Stream und vielleicht bis nächste Woche. Gute Nacht, SG-Flo. Hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. So, jetzt haben wir alle Triebwerke, glaube ich. Und jetzt geht es nur noch um die neuen Decoupler. Und wir müssen nur Stellen finden, wo wir die Decoupler einsetzen können, ohne dass wir nebenher Sachen aus der Liste ziehen, hier aus dem Ding abbauen. Ach du liebes Lieschen, vielleicht hier unten? Ach doch, das wird ja ein... Was ist denn mit dem hier? Kann ich da vielleicht... Wir probieren das mal. Also. Nein, hat er schon wieder abgemacht. Zack. Das ist ein Problem. Nice One wäre eventuell sonst für Cash oder Credits. Ich bin da ganz bei dir. Ich bin bei Credits. Oh, ich habe schon wieder falsch gemacht. Okay, wir müssen das Staging auf der Startbahn fixen. Das geht sonst nicht. Wir haben zu viel Platz im KSC verbraucht. Bedeutet aber auch, dass wir jetzt unsere maximale Größe erreicht haben. Dann machen wir jetzt nur noch ein bisschen Strutting. Ich speichere das nachher ab und dann gucken wir, wie viele Teile das Ganze hat. Oh, das ist übrigens auch nochmal eine spannende Frage. Wie viele Teile hat die ISS jetzt, wo wir sie fertiggestellt haben? Ich muss das nochmal nachschauen. Oh, jetzt habe ich es gespoilert.
In einer der nächsten Folgen wird sie fertig und ich habe das Videomaterial dazu schon aufgenommen. Ich hatte gehofft, dass ich es rechtzeitig habe für die Media Group Bewerbung bei KSP oder bei Squad. Ich weiß nicht, ob ihr den Facebook-Post gesehen habt. Squad hat momentan diese Applications offen für die Media Group, mit der man Zugriff erhält zu Betas und dann Video dazu machen kann. Das würde ich natürlich ganz gerne machen. Aber die haben gewisse Kriterien, dass man so und so viele Views haben muss und das ist auch okay, die erfülle ich im Prinzip, aber die sind natürlich auf der Suche nach verklickt und zugenäht. Die sind natürlich auf der Suche nach Leuten, die richtig, richtig viel gesehen werden und wir sind natürlich nur ein kleiner deutscher Channel. So, von daher kann ich denen den Gefallen leider nicht so tun. So, das muss jetzt einfach mal halten. Wir machen noch hier einen. Und dann nochmal hier unten was. Und dann hoffen wir, dass es das tut. Und dann korrigieren wir das Staging auf der Startbahn. Ja, ich habe doch, ich habe Booster hinzugefügt. Das sind meine Booster. Die sind ja erfüllen im Grunde die Funktion von Boostern. Sie sind kleiner, das heißt, sie erzeugen mehr Beschleunigung, weil das Verhältnis von Masse zu Schub ist immer noch das gleiche sozusagen. Also dieses Thrust-to-Weight-Ratio ist das gleiche, aber da wir weniger Weight haben, haben wir natürlich insgesamt mehr Thrust, so, aber wir müssen noch das Staging korrigieren. Und ich habe leider keinen Frame-Meter angezeigt, aber das sind auf jeden Fall. Ah, guck mal, schön. Ach, herrlich, das wird ein ganz kurzes Staging hier nur. Das sind die. Das sind die. Und das sind dann die. Ja, wir haben's. Meine Damen und Herren, wir haben es. Und jetzt gehen wir noch mal kurz auf den Kartenbildschirm und dann machen wir kurz Moon, Set as Target. Und sobald wir aus der Atmosphäre sind, mache ich Target Mode. Okay, seid ihr bereit für den Start? Es wird ruckeln. Und oh ja! Okay. Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwas scheint nicht richtig funktioniert zu haben. Ich glaube, die Booster sind ohne uns abgehoben. Hallo! Oh, wow. Wo ist denn der Rest der Rakete? Hier im Nebel. Gorillas im Nebel. Rakete im Nebel. Okay, das hat nicht funktioniert. Sehr schön. Okay, auf jeden Fall fliegt alles oben. Es sieht eigentlich ganz schick aus. Ich mag diese Explosion. Ist mir ein Tick zu challengery momentan, aber... So, Revert Flight. Vielleicht haben wir das hier einfach verkehrt gemacht. Hat das jemand gesehen? Habe ich das verkehrt gemacht beim... Habe ich Revert to Launch? Und da gehen sie in alle Richtungen. Habe ich das Staging verkackt oder... Ich glaube, ich habe das Staging verkackt. Wir machen das nochmal. Ich habe sie, glaube ich, in die falsche Stage gezogen, weil ich ein völliger hirnrissiger Vogel bin. So. Dann machen wir das. Das war zum Glück sehr einfach. Das. Das. So muss es sein. Und dann mache ich jetzt mal F5. 3, 4, 5. Wenn ihr euch fragt, warum ich abzähle, meine F-Tasten, weil meine F-Tasten komisch beschriftet sind und man die Schrift nicht lesen kann. Jetzt sehe ich das auch. Das hängt übers Launchpad, ist ja der Knüller. Also wir fangen mal einfach langsamer an mit dem Schub. Manny sagt gute Nacht. Das Leiden tut er sich nicht an. Und Andi glaubt, du hast zweimal auf die Leertaste gehämmert. Ah, okay. Ich hoffe mal nicht. Oh, oh. Ich glaube, ich habe einfach zu wenig Struts. Oh. Oh nein.
Wir brauchen mehr Struts. Ach du meine Güte. Ach du liebes Lieschen. Heide, das geht. Aber irgendwas fliegt noch. Wieder in alle Richtungen. Ja, und in der Mitte ist das hier. Erstaunlich stabil. Wieso? Das gehört so. Nein, okay, da müssen wir natürlich zum Vehicle Assembly und mehr Struts reinballern. Nachtmanny. Die Steuergelder der Kurbels, ja. Ich verstehe das nicht. Da spiele ich Kurbel und er geht. Ich will nicht mehr. So, was ist denn hier verkehrt gelaufen? Haben wir zu wenig Struts? Und wenn ja, wo? Wir brauchen mehr Struts. Das kriegen wir aber hin. Struts, Struts, Struts. So. Wir machen ganz viele Struts. Und ganz viele Struts. Und ganz viele Struts. Und die müssen, können alle aussehen, wie sie wollen. Müssen nur halten. Jetzt macht Tigger Quatsch im Flur. Ich weiß, was ich heute Abend mache. Den Rest der Zeit mit meinem armen Kater verbringen, der irgendwie völlig durch den Wind ist. Wer weiß, vielleicht hat er vorhin irgendwas angestellt. Und das kann er übrigens auch machen, wenn er was anstellt. Er merkt das auch, dass er irgendwas Verkehrtes gemacht hat. Und dann kommt er den Rest des Abends an und will irgendwie schmusen. Obwohl ich ihn nie angeschrien habe für das, was er verkehrt gemacht hat. Er weiß das schon. Die sind schlauer, als man denkt. Sie entscheiden sich nur, die meiste Zeit asozial zu sein. Von daher, das gefällt mir so gut. Das erinnert mich an mich selbst. So, das sind schon mal mehr Struts, aber wir können noch mehr Struts machen. Noch mehr Struts. Needs more Struts. Oh, wer von euch hat eigentlich den Post gesehen auf kerbalspaceforum.de mit der Geschichte mit Speyer? Hat da irgendjemand von euch Lust drauf? Ich habe das schon mal gecheckt. Terminlich hätte ich zwar Zeit, aber ich habe kein Geld. So wie es aussieht. Oder nicht genug Geld. Hätte es überlegt, aus dem 5 Stunden runterfahren. 5,5. Das ist mir fast ein bisschen zu viel. Und mich dann da einmieten für eine Nacht. Das kriege ich mit meinem Zeitplan nicht hin. Das ist leider so. Sieht das besser aus? Also ich weiß nicht, ob es besser aussieht. Es sieht auf jeden Fall so aus, als ob es besser hält. Aber wir machen noch mal ein paar. Ups. So. Und hier noch mal ein paar. So, wir gucken mal, ob das hält. Nice One sagt, nicht gesehen, erzähl mal. Ja, also. Kerbalspaceforum.de, ja, hat eine Art Community-Treffen in Planung. Am 17. Oktober, wenn ich mich recht entsinne, also gar nicht mal so furchtbar weit. Wo übrigens Freunde von mir, glaube ich, in Prag sind bei der Magic the Gathering Wettbewerb Dingens Competition irgendwas. Und ich bin hier und hatte überlegt, ob ich auf diesen Community-Kram gehe, hinfahre, um mal zu sehen, was da so geht und mich da inkognito einzuschleusen und in Speyer dieses Museum da zu besuchen und danach Moonkringel und Duna oder Moonbrezel und Duna-Kringel, irgendwie sowas, zu essen, wurde mir angeteasert. Übrigens, warum hat mich denn niemand daran erinnert, dass hier keine Dinger drauf sind? Das muss ich nochmal schnell machen. Also in Steyr, Spire. Der Spire. Spire ist ja auch ein Turm mit einer Spitze drauf, richtig? Nee, die Spitze selber ist der Spire. Ja, genau. Das weiß ich auch eigentlich. Warum habe ich das denn anders erzählt? So. Tiger. Jetzt steht er im Flur und guckt mich vorwurfsvoll an. Dieser Kater ist heute enorm. High Maintenance. So, jetzt probieren wir es nochmal. Also, Community, ksp.de, Community Treff, Community Treff, in Speyer mit einem Museumsbesuch im Raumfahrt- und Luftfahrtmuseum Speyer. Tega. Und dann gibt's hinterher zwangloses Zusammensein. Und angeblich wollte jemand Sachen backen. Mit Moon- und Duna-Thematik.
Also nehme ich an, sehr, sehr staubig. So, 2, 3, 4, 5. So, manchmal, wenn ihr das Gefühl habt, ich speichere nicht rechtzeitig in den Operation Vanilla Videos, dann liegt das auch daran, dass ich abzählen muss. So, Tigi, jetzt machen wir drei Sachen nebenher: Chat lesen, Tigger streicheln und Liftoff. Oh, das sieht besser aus. Throttle up. Ja, es lebt, es hebt ab und es rockelt. Dakota sagt, Speyer klingt wie eine Krankheit. Nein, das ist eine sehr schöne Stadt in Süddeutschland. Ist das technisch gesehen Süddeutschland? In welchem Bundesland liegt Speyer? Dakota, 700 Kilometer von dir aus, bist du hier im Norden ansässig? Eine Buran haben die stehen? Oh! Sehr gut. Ja, Buran muss auch riesig groß sein. Ich habe selber noch keine Buran gesehen, aber ich kenne ihn. Ich habe schon neben einem kleineren, neben dem ja, kleineren Shuttle Stack gestanden und wow! Das war allerdings recht erhebend. So, ach. Dakota, der Quotenösterreicher, stimmt ja. Ich habe mich aber, ich dachte von. Das habe ich eben nicht zusammengebracht. Ich dachte von Wien aus ist das schneller. Oder ist das kürzer? Habe ich das richtig gemacht? Ich glaube, ich habe hier einen Fehler in meinem Staging. Nee, ist alles richtig. Ups. Kommt wieder etwas zurück. Ich muss das Staging-Diagramm überprüfen. So. Ich habe das Gefühl, das läuft auch schon wieder mit einem Frame pro Sekunde. Aber dafür sieht es wunderbar aus, finde ich. Gleich haben wir First Stage Separation. Das ist der Moment, wo das erste Mal wieder Chaos ausbricht. Jetzt sitzt er auf meiner Lehne und kratzt sich am Kopf. Jetzt leckt er sich den Fuß. Dieser Kater ist völlig gestört heute. Oh, First Stage Separation. Okay. Okay, offensichtlich war nur eine Hälfte leer. Naja, gut. Oh mein Verstehe. Gott. Irgendwas ist da schiefgegangen. Das muss ich gleich nochmal angucken. Wahrscheinlich fehlen irgendwo die. Ja, das machen wir gleich sofort. Also, Revert Flight, da ist. Wenn die einen runterfallen und die anderen hoch, also sie fallen ja nicht hoch, aber wir wissen, was gemeint ist, dann liegt das daran, dass eine Fuel Line nicht richtig sitzt. Was denn hier für ein Roman, Manny? 747, oh ja. Ja, die gucke ich mir gerne von innen an, allerdings gerne unter anderen Umständen. Moment, also. Doch, die sitzen genau richtig. Raus, raus in die Mitte, raus in die Mitte. Gut, dann müssen wir das Staging nochmal überprüfen. Oh, und da ich, aber nee, das machen wir gleich einfach nochmal. 7 für 7. U-Boot werde ich nicht reinpassen. Transall, da passe ich auf jeden Fall rein. Und super. Ja, ich wünschte auch, ich käme mit einem Tega. Jetzt fängt er an rumzuknistern. Das geht natürlich nicht, das hört man auf der Aufnahme. Wenn hier einer rumknistert, dann ich mit dem Kram für so, die sind ach du meine Güte, jetzt geht aber auch die Performance in den Keller. Habe ich das schon erwischt? Darüber. Ja, das sieht doch richtig aus. Was habe ich denn da verkehrt gemacht? Und sind das dann die. Ja, das sieht alles richtig aus. Gut, probieren wir es einfach nochmal. So, und Throttle up.
Sinsheim, ja, genau, das habe ich auch noch auf dem Zettel. Es gibt noch so viele Museen. Ist doch bizarr, dass ich stattdessen auf der Intrepid war. Aber es bot sich halt an, weil ich eh in New York war. Ich hätte auch gerne noch mal eine Concorde im Flug erlebt. Dazu könntest du eventuell vielleicht sogar noch mal kommen, mein Lieben. Es gibt jetzt erste Überlegungen, dass man die Concorde wieder, dass eine neue Concorde gebaut werden soll. Ja, das aber ein neues Überschallflugzeug, also keine neue Concorde, ne, oder? Ja, gut, keine Concorde natürlich. Niki war schon in Sinsheim, super. Das habe ich auch schon gehört. Und ich habe auch schon mal die Geschichte gehört, dass Branson gesagt hat, oh, ich kaufe die Concorde, dann fliege ich die. Aber das war natürlich eher ein PR-Gag. Ich muss mich mal eben etwas bequemer hinsetzen. Dann habe ich auch nicht mehr das Problem mit dem Kater, weil dann kann er nicht mehr auf dem Laptop. Oh, 2001 geboren. Wow, 2001 geboren. Da komme ich gar nicht drüber weg. Das heißt, du bist 14. Oder wirst 14. Wow. Okay, Leute, dann müssen wir sehen, dass wir in der Sprache anständig bleiben. Das finde ich super, dass du dich für KSP interessierst. Das finde ich fantastisch. Das solltest du weitermachen. Es gibt so viel zu lernen über das, was die Leute angestellt haben im All und auf dem Weg ins All. Das ist enorm spannend. So, Stage Separation. Sind die schon ausgebrannt? Kannst nicht richtig sehen, ja. Also jetzt probieren wir es nochmal. Witzigerweise brennen sie nicht alle gleichmäßig aus. Offensichtlich haben wir nicht alle richtig gesetzt. Gut, okay. Wir ignorieren das jetzt erstmal. Schon im Moment. Moment mal. Doch, die brennen alle noch. Gut. Machen wir weiter. 2001 war ich. 2001 war ich schon Abteilungsleiter in dieser Firma. Das war. Jeder erinnert sich noch an, wo er war. Das ist eine witzige Geschichte. Also, die ist nicht witzig, aber die Geschichte, dass, wenn du Leute ansprichst auf den 11. September, dann sagen sie meistens schnell: Oh, da war ich. Die wissen genau, wo sie waren, was sie gemacht haben. Das ist der normale Verlauf von Gesprächen. Und es gibt wenige Ereignisse in der Weltgeschichte, wo das ist, witzigerweise, oder in unserer neueren Weltgeschichte. Und das andere Ereignis, wo das ist, ist gerade für Amerikaner oftmals das Thema Kennedy-Ermordung. Ja. Definitiv. Aber ja, 11. September geht mir ganz genauso. Ich weiß auch ganz genau noch, kann mich super noch daran erinnern, wie ich wo ich war und wie ich das erlebt habe. Ja, ne? sind faszinierende Umstände. Ja, es ist halt so krass, weil es ist halt, ich war noch 17 und du nimmst das natürlich dann irgendwie anders wahr dann irgendwie, wenn du dann halt noch so jung bist und das bleibt einfach. Das wird man nicht los. Es ging halt, das ist so ähnlich wie mit meiner Mutter, die hat damals halt auch live miterlebt, 72? Ja, 72 muss es gewesen sein, die Olympischen Spiele in München. Und, die München-Geschichte, ja. Ja, und sie war in München zu dem Zeitpunkt, ne? Also das muss man sich mal reinziehen. Oh, okay. Ja, also wenn sie davon erzählt, also das ist so ein Erlebnis, wo sie definitiv sagt, dass. Das vergisst sie nicht. Irgendwas explodiert über uns. Ich glaube, wir kriegen gleich Trümmerteile auf den Kopf. Aber ich habe inzwischen raus, was wahrscheinlich schiefgelaufen ist. Ja, witzigerweise, genau. Ich erinnere mich auch noch, wie ich probiert habe, den. So, nächste Separation. Wo ist eigentlich die. Wo kommen die eigentlich jetzt mal? Da fallen sie ab. Da ist ja noch Treibstoff drin. Irgendwas läuft hier verkehrt. Aber naja, gut, wir fliegen das Ding erstmal weiter. Manny sagt übrigens, die Sprache kann ruhig absacken, er sei das gewöhnt. Das und dann steigen wir deine Eltern aufs Dach.
Und Dakota sagt, München, das wäre der erste Film, den er mit Daniel Craig gesehen hat. Daniel Craig spielt damit. Das wusste ich gar nicht. Siehst du mal, hatte ich nicht auf dem Zettel. Ich habe ihn zwar auch gesehen, aber Was waren die Amis selber? München oder der 11. September? Ich glaube, in beiden Fällen liegt es zu verkehrt. Aber das ist nur meine Meinung. Okay, der ich mich in dem Fall definitiv anschließe. Okay, das Staging ist inzwischen völlig durcheinander. Guckt euch das mal an hier. Wir müssen hardcore-mäßig das Staging überarbeiten. Das funktioniert so nicht, aber wir können noch mal. Ja, nee, das wir überarbeiten das Staging noch ein letztes Mal. Und dann versuchen wir es noch mal. Und das ist Staging und Treibstoffleitung. Naja, Meinungen gibt's viele, aber Fakten gibt's auch und die Fakten sagen grundsätzlich, dass es ziemlicher Bullshit ist, von einer False Flag Operation auszugehen. Also, das ist ein Bereich, wo ich mich sehr, sehr gut auskenne. Sage ich mal ganz unbescheiden und nein. So. Ah, gute Nacht, Quoten, Schweizer, Andi. Und immer schön an die Schokolade denken. Jetzt überprüfen. Gute Nacht. Ja, das denke ich auch. Also, Ach, jetzt weiß ich, warum es nicht funktioniert. Okay, gut. Für mich ist eines der schlagendsten Argumente, dass es nicht die Amis selber waren. Der Plan hat funktioniert. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, natürlich. Besonders unter der Administration. Das ist eben so ein Plan. Das müsste ja dann zur Clinton-Zeit, also Clinton-Zeit angefangen haben mit der Planung. Und der hatte mit Sicherheit da kein Interesse dran. Nee. Der hat ganz andere Dinge im Kopf gehabt. Ja, ich weiß nicht, aber manchmal ist eine Zigarre auch einfach nur eine Zigarre. Das außerdem. Kosmische Geschwindigkeit? Freundchen, ich weiß schon, sehr schön. Physikalisch für fragwürdig, was da passiert und arbeitsrechtlich, ja, da gebe ich dir leider recht. aber Valentina ist das gewohnt, die ist da voll an Bord mit. So, ich muss mal sehen, dass ich es richtig mache. Also, das ist unsere erste, zweite, dritte. Und dann haben wir, glaube ich, vier, ne? War das vier? Ich muss das von innen machen. Also, erste, zweite, dritte. Moment, nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Okay, dann probieren wir das von hier nochmal. Eins, zwei, drei, vier und nach innen. Und eins, zwei, drei, vier. Und nach innen. So machen wir das. Und jetzt nochmal. Eins. Zwei. Drei. Moment. Eins, zwei, drei, vier. Und nach innen. So, und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müsste es jetzt gehen. Das war nämlich der Fehler. Meinst du mit kosmischer Geschwindigkeit astronomische Einheit? Oder kosmische Geschwindigkeit? Oder was ist das, der Fachausdruck? Erklär es mir, weil das würde mich interessieren, weil ich den gar nicht so im Begriff habe. Valentina und Jeb sitzen auf dem Moon küssend. Ist das so? Dass das Launchpad nicht hochgeht? Ich bin verwirrt. Irgendwie läuft der Chat durcheinander. Wahrscheinlich wird der Chat-ID angezeigt. So, save.
Nee, ich glaube, du hast einfach zu viele Dinge, die du auf einmal behandeln musst. Okay, gut. Ich bin heute etwas langsam. Fluchtgeschwindigkeit, das ist wiederum ganz interessant. Ich freue mich schon darauf, die Tutorials zu überarbeiten, weil ich endlich wieder mein Lieblingskonzept erklären kann. Ich finde es so brillant, diese Idee, wie wir von unserem Planeten runterkommen, dass wir mehr oder weniger um die Erde rumfallen und einfach nur, dass der Trick am Fliegen ist, dass man einfach nicht aufschlägt. So banal es ist, aber es ist tatsächlich genau das. Oh, jetzt hat sich das Launchpad endlich selbst zerstört. Okay, das... Oh. Okay, wir machen mal Revert Flight und heben einfach direkt ab. Und hoffen mal, dass das Launchpad heil bleibt. Und ich mache dann das Staging während des Fluges. Ah. Habe ich schon gedrückt, die Leertaste? Nochmal die Leertaste gedrückt? Brauchen wir wirklich jetzt noch diese Clamps? Ne? Wir heben ab. Also mehr minimal in kosmische Geschwindigkeit kann er die jetzt nicht komplett erklären, das würde zu lange dauern. Okay, nee, dann muss das nicht sein. Okay, das Ding hebt nicht ab, wir brauchen doch in Clamps. Das ist aber auch das letzte Teil, was wir hier anbringen. Die Erde ist nur die Wiege der Menschheit. Wer hatte recht? Manny. Ja, hast du recht, das Launchpad ging hoch. Ach, das war so, war das gemeint. Jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Ich war zu doof. So, Structure. Clamps. Hieran. Und. Dit. Und die sind alle in der Stufe. Und dann machen wir jetzt noch das. Yay! Yeah. Das wäre überhaupt der einfachste Trick gewesen, um unser Staging vorher zu machen. Warum hat mir das denn keiner gesagt? Einfach das ganze Ding ein bisschen anheben. So. Also. Bisschen hochscrollen. Und gleich mal gucken, was ist. Also das und das. Das kriegen wir hin. Das muss da rein. Das muss da rein. Und jetzt haben wir... Da muss ich nämlich jetzt mal gucken. Moment, das kann ja dann nicht sein. Dann muss das hier weg. Das... Ja, so ist richtig. Und da müssen wir nämlich nur noch jetzt die hier aufteilen. Und wir teilen sie einfach mal gleich auf. Geht sofort los, meine Damen und Herren. Und zwar mit dem hier. Das ist er nicht. Wo ist er? Was? Moment. Nee, das war doch nicht richtig. Die sind richtig. Die sind auch richtig. Seht ihr den Fehler? ich sehe den Fehler nicht. Wir fliegen das jetzt so. Es müsste ein bisschen besser sein als vorher.
Sessel für Touristen, das wäre nochmal was. Ich habe, ist mir letztens aufgefallen, ich bin noch am Überlegen, wie was wir noch an den KSP Operation Manila machen. Mir ist aufgefallen, dass ich noch keine von diesen Touristenmissionen gemacht habe, weil ich die Touristenmissionen alle scheiße finde vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Ist das Statement von Squad, dass sich Tourismus nicht lohnt, so ein bisschen wie Terrorismus, ist das gleiche nur mit anderen Mitteln? Keine Ahnung, was diese, die sich da so gedacht haben. Wow, das Ding tut Dinge. Guckt euch das mal an. Wow, sehr schön. Das ganze Pad wackelt. Ach, du liebes Lieschen. Seth von Cochran, genau. Den fand ich übrigens gar nicht schlecht gespielt, aber das war vielleicht nur ich. Also zumindest im Film. Den in der Enterprise-Folge. Also ich meine die Serie mit Scott Bakula. Da fand ich ihn okay. Aber. Und? Gab er nicht in TOS auch mal? Kam er nicht auch mal in TOS vor? Genau, stimmt. Da hat er irgendwann, da war er irgendwie. Er hat die Erde verlassen und ist auf einem Planeten mehr oder weniger gestrandet. Und er hätte schon längst tot sein müssen, aber hat noch gelebt, genau. Genau. Ja, im Film finde ich ihn auch einfach cool, als dieser mehr oder minder eigentlich Hippie, der keine große Vision für die Menschheit hat, sondern wirklich einfach nur Geld machen will. Ja, das fand ich ganz schön. Die Leute wachsen an ihren Aufgaben, das ist halt schon immer so gewesen. Naja, wenn der Dritte Weltkrieg kommt, dann werden wir mit Sicherheit nicht mehr den Aufstieg von Seth und Cochran erleben. Wir sind diejenigen, die dann eher die verkohlten Briketts sind, mit denen die Lagerfeuer gemacht werden. James Cromwell ist klasse. James Cromwell übrigens hat auch in einem sehr interessanten Fernsehspiel mitgemacht, namens Failsafe. Das war ein Live-Fernsehspiel, was CBS gemacht hat in Schwarz-Weiß. Ein Projekt von George Clooney. Klingt jetzt erstmal nicht so gut, aber wenn man weiß, dass es um Norad ging und um den Kalten Krieg und um Atomwaffen, dann weiß man wieder, warum ich mich damit beschäftigt habe. Andy Stream lädt nicht. Noch, das macht nichts. Es passiert nicht viel. Wir haben ein Frame pro Sekunde Action. Okay, da sind jetzt schon irgendwelche Triebwerke leer. Aber erst zwei, obwohl es mehr sein müssten. Ich könnte ihn natürlich jetzt suchen und von Hand entkoppeln. Das mache ich jetzt mal. Ja, James Cromwell hat auch mitgespielt in Ein Schweinchen namens Babe. Ein Schweinchen namens Babe? Ja, in beiden Teilen sogar. Oh. Und für diejenigen, die es nicht wussten, Ein Schweinchen namens Babe 1 und 2 wurde Regie geführt und geschrieben von George Miller, der Mad Max gemacht hat. Okay. Ich wusste nicht, dass es George Miller war. Ich wusste, dass George Miller Mad Max gemacht hat, aber Star Trek Online habe ich schon mal gespielt, würde ich mir lieber rostige Nägel unter die Haut schieben, als das nochmal anzufassen. Obwohl ich ein Fan, also ich wünschte mir noch ein neues Bridge Commander. Ein VR Bridge Commander für am besten. Irgendwie sehe ich nicht, welches Triebwerk aus ist. Dann besorgt dir ein Entwicklerteam und Start und Kickstarter. Ja, wahrscheinlich, aber ich müsste mich wahrscheinlich erstmal mit Paramount ein. Was ist jetzt passiert? Was war das denn? Kann das sein, dass das dieser Bug war, wo die. Nee, es hat sich was gelöst. Okay. Ich glaube, wir müssen mal Node Separation machen. Oh, Manny fragt übrigens, ob dein Streamname von dem klingonischen Gericht Gach kommt. ja. Da kommt das her. Oh, wow. Aber wenn mir jemand Gach anbieten würde, würde ich es wahrscheinlich nicht essen. Okay, das lief ja nicht so wie geplant. Immerhin haben wir ein bisschen mehr Schub in der Atmosphäre bekommen, von daher nehmen wir das erstmal so hin und fliegen jetzt den Rest weiter. Es nützt ja nichts.
habe aber das Gefühl, wir sind jetzt leicht unwuchtig. Muss ich nochmal separieren? Ja, ich glaube ja. Es wird auch vorgeschlagen, dass du vielleicht Elite Dangerous mal spielen könntest von Andy. Hab ich probiert, wollte keiner sehen. Elite Dangerous zuzugucken ist ein bisschen so wie Euro Trucking zuzugucken. Und das machen Leute, aber nicht jeder hat daran Spaß. Okay, das sieht nicht so aus, als ob wir hiermit noch irgendwo hinkommen. Das ganze Ding zerlegt sich. Guckt euch das mal an. Was ist da nur los? Oha. Aber immerhin gibt es einen schönen Streuradius von Schrott. Okay, wir müssen das Ganze entschlacken und ich weiß schon wie. Eine letzte Änderung. Reiker hat's gegessen. Der Reiker, also ich bin sicher, Reiker hat eine ganze Menge in seinem Leben gegessen mit dem Gesicht. Muss man. Muss man auf eine Dienstleistung gehen, ab und zu, würde ich sagen. Und ja, Reika hat auch zu Unrecht immer so viel Hass gekriegt. Aber lieber hasse ich, den Reika. Ich hasse den Reika und ich hasse Reika und ich bin auch im Nachhinein nicht bereit, meinen Wesley-Hass zurückzunehmen. Da bleib ich. Nur weil er jetzt ein cooler Typ ist. Ich bin von gar nichts ein Gott und schon gar nicht ein Scott Manley. Der Scott hat einiges. Scott und Gott, es klingt nochmal sehr ähnlich. Das liegt daran, dass Scott wirklich ein Gott ist, nämlich ein reiner Physik- und Raketengott, Astronomiegott. Wenn ich nur halb so cool wäre wie Scott, dann hätte ich schon alles erreicht im Leben, was ich erreichen könnte. So, wir probieren das jetzt mal. Da sind weniger Teile dran und das sollte ein bisschen besser funktionieren. Also mein persönlich meistgehasster Star Trek-Charakter ist ohne Frage aus Star Trek Voyager Cass. Ich fand Neelix fast schlimmer als Cass, muss man ehrlich sein. Shut up, Wesley! Ja, Neelix ist... Aber Neelix gibt sich ein bisschen, finde ich. Während Cass konstant die drei Seasons halt nur nervt. Also deswegen finde ich die ersten drei Seasons auch echt super anstrengend, also die zu gucken. Wenn Seven of Nine dann kommt, wird's awesome. Aber bis dahin ist es... Boah. War nicht das Problem von Voyager, dass alle super genervt haben und scheiße waren? Neelix und Cass. Hier die Klingonin ging mir auf die Eier. Vilana Torres. Ja, furchtbar. Ich war auch kein Janeway-Fan. Okay, dieses Staging klappt überhaupt nicht. Aber immerhin, wir haben die Booster jetzt verbraucht. Wir fliegen jetzt einfach gleich direkt auf den Mond zu. Und dann sehen wir zu, dass wir eine Kollision mit dem Mond erzielen und gut ist. Das ist das Mindeste. Ja, ich weiß nicht, also... Die Crew hatte am Anfang... Ich finde... Kim, den wollte ich auch heute mit einem Sparerschäler. Wen? Kim. Ja, aber wie gesagt, also wenn Seven of Nine an Bord kommt, dann sie und der Doktor, die holen schon eine ganze Menge raus. Und ich finde auch, dass die Dynamik von der Crew sich ein bisschen verändert. Und dann wird es ein bisschen cooler. Ich glaube, ich habe es zum Schluss tatsächlich nur noch wegen Seven of Nine geguckt, weil ich Teenager war. Und dass das ganze Testosteron irgendwo hin musste. Irgendwas funktioniert ja mit meinem Staging. Ich meine, ganzes Staging ist durcheinander. Ich mache jetzt Revert Flight to Launch und werde jetzt gar nichts mehr entkoppeln. Kim, den ewigen Fähnrich. Unter anderem, weil er so ein ewiger Fähnrich war, glaube ich. Keine Ahnung, ich hatte einen schlechten Start. Vielleicht liegt es auch, oder was heißt vielleicht, es liegt mit Sicherheit an mir. Ich kam mit Voyager nicht klar. Ich war ein alter TNG-Jünger und DS9 hatte ich dann geguckt und fand ich super an Teilen. Und Voyager habe ich so viel erwartet und irgendwie hat's nicht das gegeben, was ich wollte. Und Seven of Nine hat funktioniert, weil sie einfach mal einen Ketsu-Trupp und gute Lines geschrieben bekommen hatte. Und Folgen im Doktor waren auch immer gut. Wobei die Doktor-Folgen schnell zu diesen der Ersatz wurden von Holodeck-Folgen.
Ja. Na, ja, meine persönliche Lieblingsserie ist tatsächlich DS9. Einfach weil für mich, das stimmt einfach so viel. Und alleine dieser ab Ende der zweiten Season einfach dieser total riesige, übergreifende Story-Arc, wo halt wirklich so Monster der Woche-Folgen eher dann die Ausnahme waren und es halt wirklich auch diese ganzen verschiedenen Charaktere, die immer wieder aufgetaucht sind, waren halt so ein riesiges Ensemble und weiß nicht, also ich, DS9 ist mein absoluter Favorit und die Serie, die ich also absolut nicht leiden kann, ist tatsächlich Star Trek Enterprise. Also die mit Captain Archer. Wobei die jetzt so, also ich fand das ist vielleicht dann auch wieder mein Ding, ich fand das mutig und gut, dass sie das versucht haben mit Enterprise. Und ich fand auch, dass die erste Staffel gut war und sie haben einfach ihren Ruf nicht gefunden und dann kam tatsächlich der Lauf der Geschichte dazwischen, witzigerweise. Dann haben sie probiert, mit dem mitzugehen und haben das aber auch nicht auf die Reihe gekriegt. Ja, ich weiß nicht, ich hätte es halt cool gefunden, wenn sie einfach wieder weiter in der Zeit gegangen wären und nächstes Jahr ist ja 60 Jahre Star Trek, das große Jubiläum. Und ich bin mal gespannt, ob sie. Nee, stimmt, 60. Nee, 50. Ja, 50 Jahre Star Trek. Und ich bin mal echt gespannt, ob sie vielleicht nächstes Jahr auf Paramount endlich mal eine neue Star Trek-Serie mal ankündigt, weil wäre ja jetzt wirklich so die Zeit, wo Science Fiction wieder ganz hoch im Kurs steht, die ollen Kamellen, Star Wars wird auch fortgesetzt und ich würde es mir wünschen, mal wieder eine neue Serie und ja. Manny, es ist ja auch alles geil, das ist Jammern auf hohem Niveau, das ist doch das, was Fans in der Regel tun, oder nicht? Auf hohem Niveau jammern, ja, genau, das machen wir. Du hast doch keinen Ton. Jetzt wird es ja richtig diffus. Ja, was ist denn das mit diesem Projekt von Michael Dorn? Wird das was? Nee, ne? Nein. Das ist, das war mal angedacht, aber das ist, soweit ich weiß, bereits wieder verschwunden. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich eine Serie sehen möchte mit Worf. Also eine Worf-Serie. Ich finde halt auch, da ist, der hat fast, wie viel waren es denn? Ich glaube insgesamt 12 oder 13 Seasons hat der Commander Worf gespielt und es wurde, glaube ich, so ziemlich alles von ihm behandelt, was man behandeln kann. Familie, Kinder, Ehre, Hochzeit, Frau, also ich weiß halt nicht, womit sie dann einfach noch eine Serie füllen wollen. Und ich meine, so eine Serie muss ja mindestens zwischen vier Staffeln irgendwie halten, damit sie sich lohnt. Und das sehe ich einfach nicht. Ja, das ist das Ding. Dakota sagt, Renegade von Tim Russ und Walter König ist ganz nice. Ist das im Classic-Universum? Nee, das ist, das wo spielt... Wo auch Dings mitspielt? Das ist also ich habe es jetzt gerade neulich erst gesehen. Es ist halt ein Fanmade-Projekt mit einem ganzen Haufen von Charakteren, die man kennt aus Voyager, aus und einige verschiedene andere Cameos und so. Ist ganz nett. Tatsächlich so ein bisschen Fanservice einfach auch mit dabei. Und für eine Fanproduktion muss man sagen, Respekt, also was die da so auf die Beine gestellt haben. Ist aber, wie gesagt, nicht offiziell und halt für die Leute, die einfach mal wieder was Neues an Star Trek suchen und so ein paar coole Momente erleben wollen, dafür ist es ganz nett. Okay. Ja, gut. Manny sagt, nein, Fans, oder besser gesagt, Trek ist mecker nicht extrem penibel. Hey Manny, lass es dir gesagt sein, als jemand, der lange Trek geguckt hat, und zwar also in der Erstausstrahlung, in der Regel waren es die Trekkies, die am lautesten gemeckert haben, wenn Trek sich in irgendeine Richtung weiterentwickelt hat. Oh ja. Also Trekkies können sehr gut meckern, leider. Also die ersten beiden Staffeln eigentlich von The Next Generation hatten in den USA unglaubliche Probleme, wirklich die Leute bei der Stange zu halten.
und haben es wirklich so ganz, ganz knapp geschafft, tatsächlich so die Kurve zu kriegen und dass die Leute dann tatsächlich aus irgendeinem Grund dann mit der dritten Staffel wirklich dabei waren und gesagt haben, ja, okay, das ist Star Trek und das ist cool und das werden wir jetzt alles gucken. Also gerade die Trekkies, die waren schon immer super penibel, wenn es ums Meckern geht. Also von daher... Ja, Manny, du setzt dem Irrglauben auf, dass wir nicht mit dir einer Meinung sind. Wir sind mit dir einer Meinung in den meisten Fällen. Es ist halt so, dass das Geschmäcker ein bisschen verschieden sind. Und auf hohem Niveau, wir lieben alle Star Trek. Und auf hohem Niveau mögen wir eben sagen, wir auf dem hohen Niveau, auf dem die meisten Serien sind, mögen wir einige Serien lieber und andere Serien weniger lieb. Aber im Grunde haben wir alles lieb. Das ist ja so. Menschen sind manchmal ein bisschen verschieden, aber Trek mögen wir, glaube ich, alle ganz gerne. Und wenn Andi uns noch hört, dann von mir aus ein gute Nacht. Oh ja, gute Nacht. Ich glaube, er ist schon raus. Aber er hört es dann morgen im Stream. Und ich habe schon wieder die Falschen in den Kopf. Okay, aber der Rest steigt nach oben. So. Die lassen wir jetzt alle dran, solange bis wir in der Atmosphäre im All sind. Die kollidieren auch gleich miteinander. Enterprise war zum Meckern. Ja, später, ja. Besonders das Ende war unrühmlich, aber ich fand viele von den Ansätzen interessant. Ich hätte gerne mehr gesehen. Ich hätte gerne mehr Origin-Story von der Federation gehabt und weniger Zeitreise und weniger... Also ich fand tatsächlich gerade viele Ideen aus der ersten und zweiten Staffel hochinteressant. Und ich wollte damals unbedingt ein signiertes Autogramm von T'Pol. So. Chris Tana Loken. Nee. Jolene Blaylock. Chris Tana Loken war die Terminator-Meets. Stimmt. Ja, der temporale Krieg war tatsächlich dämlich. Aber es gibt Leute, die mochten das auch am liebsten. Und im dunklen Spiegel, klar, die waren alle gut, die Mirror-Mirror-Folgen. Und jedes Mal, wenn irgendjemand mit einem Spitzbart rauskam und man sagte, oh, ja, das ist jetzt natürlich der andere, der sieht. Die habe ich auch immer, also das muss ich echt sagen. Also die auch bei Deep Space Nine, die Spiegelweltfolgen, die fand ich auch immer super. Ich glaube, jetzt habe ich das Staging wieder im Griff. Die Markus waren das, die, ich erinnere mich dunkel. Waren das diese Einsatztruppen oder so? Dakota, wir verstehen uns. Aber ich wollte sagen, ein signiertes Autogramm ist das am nächsten von dem, was ich eigentlich sagen wollte. Das war doch auch nur nackter Voyeurismus, dass die ihr dann eine Beziehung reingeschrieben haben mit dem Tucker. Fanfiction mit T'Pol und Seven. Das wäre tatsächlich ganz abgefahren. Gibt's doch mit Sicherheit. Da wette ich mit dir. Das war mein temporärer Krieg, den ich sehen möchte. Ja, die müssen sich durch den temporären Krieg bekriegen. Okay, was dieser Rakete definitiv fehlt, sind RCS. Die Spezialeinheit der... Ach, das war die Geschichte, ja. Die waren die bei Enterprise oder wo waren die Makos? Star Trek Destiny, ist das Canon Fiction oder ist das... ja, alles was veröffentlicht ist Canon Fiction, ne? Muss ich mal machen, ich muss schon jetzt wieder so viel lesen für die nächsten paar Monate. Nächste Stufe weg. Wir werden es diesem Mond zeigen. Ich schwöre. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ja. Wir werden den Rahmen Ramming Speed. Enterprise, okay. Dakota, das stimmt nicht ganz. Also es gibt tatsächlich Bücher, die geschrieben sind und die tatsächlich zum Kanon gehören. Allerdings glaube ich gerade bei Star Trek, anders als mit Star Wars,
Ist es bei Star Trek sehr viel schwieriger, wirklich zu gucken, was tatsächlich zum Kanon gezählt werden darf, wird und was nicht. Da hat Paramount sich nie so wirklich drum gekümmert. Oh, endlich, guck mal, das sieht so ein bisschen aus wie das Ding, was Cochrane gebaut hat. Oh ja, stimmt. So ein bisschen. Gleich singen wir zusammen, dass das den. Das fand ich übrigens schön, dass sie im Vorspann zu Enterprise noch das Cochrane-Schiff reingebastelt haben. Übrigens tatsächlich den SFX-Shot aus dem Film. Bizarrerweise haben sie nicht nachgebaut, haben sie direkt den SFX-Shot genommen. Ja, ich meine, wenn sie ihn schon rumliegen haben, ne? Ja, stimmt. Und gleich singen wir den Titelsong. It's been a long time. Da haben sich auch alle aufgeregt. Aber ich fand die Idee, es zu versuchen, fand ich super. Ja, ich meine, es war halt so ein bisschen zu geradeaus, so von so sagen, naja, jetzt haben wir dann, jetzt setzen wir einen Typen hin mit einer Gitarre und dann spielen wir das und dann signalisiert das, dass es eine frühere, primitivere Zeit war vor dem, was alle anderen Leute kennen. Von daher, ja, aber sicherlich, dass sie es probiert haben, okay, kann man nicht drüber meckern. Nee, ne? Also deswegen. Sie haben eben klar probiert zu sagen, wir sind nicht der übliche Track, wir probieren was Neues. Und dann waren sie leider an vielen Stellen doch der übliche Track. Das ist so ein bisschen das Problem. Wir sind diesmal auf jeden Fall schneller, kann das sein? Noch nicht, aber werden wir am Ende sein. Okay, wir müssen noch etwas mehr auf den Mond zufliegen. Ich drehe mal noch ein bisschen rüber. Und gleich haben wir noch eine Stage Separation. Yay! Wir werden mit diesem Ding noch kollidieren, wenn es das letzte ist, was ich tue. Es ist wahrscheinlich das letzte, was ich heute tue. Aber nur so. Das ist ein Argument, ja. Die Serie wäre auch schon mal besser gewesen, wenn das Schiff nicht Enterprise geheißen hätte. So haben sie schon mal als erstes Schiff die Schiffshistory über den Haufen geworfen. Ja, ja, aber ich auch. Sie mussten es ja irgendwie. Sie mussten ja. Wie hätten sie es nennen sollen? Also, sollte die Serie. Also gut, dann hätte die Serie Star Trek heißen müssen und Star Trek. Wahrscheinlich hätte man sogar dann Star Trek Origins draus machen können. Ja, und schon nach einem langweiligen Namen sucht. Ja. Also was ist langweilig? Ja, wobei, man darf ja nicht bedenken, darf man nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt war das mit dem Origins als Neben- oder Untertitel für diverse von Spielen über Bücher, über Serien und Filme ist man das ja heute gewohnt, aber ich glaube, damals wäre das noch relativ neu gewesen, von daher wäre das gar nicht mal so schlimm gewesen. So schlimm gewesen, glaube ich. Heute, wenn du hörst, da, Origins, ja, okay, super, dann kannst du dir so schon ungefähr ausmalen, worum es geht und so, ne? Das stimmt. Ups. Ich glaube, es sieht gut aus. Ich glaube, wir werden den Mond treffen. Wir nähern uns an. Und ich habe, glaube ich, noch nie was gebaut, was direkt zum Mond geflogen ist, anstelle zu irgendwas anderem. Und in Orbit zu gehen und das sauber zu machen. Aber die Frage ist, schaffen wir das, ohne dass das Ding. Wir müssen ja auch noch landen. Ich glaube, das Landen wird schwierig. So, können wir schon ein bisschen rübergehen. Ja. Falcon oder Phoenix? Ja, Phoenix. Ja, nur Enterprise fand ich, ich fand's ja ein schöner Name, ja. Also sie mussten auf jeden Fall irgendwas machen. Wenn sie es nicht Trek nennen, mussten sie es Enterprise nennen. Wenn sie es nicht Enterprise nennen, mussten sie es Trek nennen. Und das Problem hatten sie eben. Und dann haben sie lieber gesagt, gut, dann fügen wir einfach da noch das Schiff hinzu und ich verstehe schon, was die Entscheidung dahinter war, aber ist natürlich nicht für jeden. Warum denn nicht? Es ist einfach, es dauert viel Zeit, was in KSP tut. Ich passe auf, was in KSP passiert. Wir werden gleich mit dem Mond kollidieren. Darauf läuft es hinaus.
Abgesehen von Star Trek, lieber Chat, gibt es denn noch andere Science-Fiction-Serien, die ihr besonders toll findet? Jetzt kommt mir nicht mit Doctor Who, sonst zerstückle ich euch. Ich persönlich mag Doctor Who, aber ich denke zum Beispiel an so andere Serien, zum Beispiel ein großer Favorit für, meinerseits ist Babylon 5. Babylon 5, ja. Das lief bei mir immer in der Doppelpackung am Samstag. Erst kam die neue Folge Star Trek Deep Space Nine und dann hinten dran Babylon 5. Das war toll. Verstehe. Das ist, ja, Babylon 5 habe ich auch geguckt, aber ich war tatsächlich ein wenig zu dämlich für Babylon 5. Ich habe nie wirklich, ich habe ein paar Folgen, ich habe da immer mal Folgen zwischendrin gesehen, aber mir fehlte dann ab und zu mal eine Folge und dann bin ich nicht mehr mitgekommen. Und mein Bruder war da viel Hardcore-mäßiger, der ist da richtig eingestiegen und hat das alles gelebt. Und ich habe das nicht ganz geschafft, leider. Naja, das Problem mit Babylon 5 ist, dass halt, dass die Serie tatsächlich von vorne bis hinten fertig geschrieben war, bevor sie angefangen haben, das Ding zu machen. Das heißt, Dinge, die in Season 1 aufgetaucht sind und auf die Bezug genommen wurde später, wenn man die Folge nicht gesehen hat, hat man es einfach nicht verstanden. Und dadurch war es, also Babylon 5 ist sehr, sehr komplex. Und wenn man es tatsächlich mal komplett guckt, ist es einfach irre. Also ich finde es persönlich immer noch super. Und für die, die tatsächlich überlegen, mal sich die Serie nochmal reinzugucken, also tatsächlich der Transfer auch ins Widescreen-Format ist bei der Serie auch unglaublich gut gelungen. Also ich habe es deswegen schon geguckt, weil die Effekte mit dem Amiga gemacht worden sind, mein damaliges System. Also nicht mit meinem Rechner, aber ne? Also die Effekte waren angeblich mit dem Amiga gemacht. Und ich fand auch die klasse, aber am Anfang gab es schon jede Menge Monster of the Week Folgen, oder? Nee, gar nicht mal. Das war auch so eine Sache. Es gab halt also wenn, dann vielleicht so in der ersten Hälfte der ersten Staffel noch. So, das Ding ist, das waren halt alles Folgen, wo man halt sagen konnte, okay, das ist ein einzelner Handlungsfaden und das kam halt erst später irgendwie zusammen alles. Und das hat diese Serie einfach so ausgemacht. Ne? Also ja, kann es natürlich sein. Aber lieber Chat, wir müssen kurz noch eine Frage in den Chat stellen. Ab wann soll ich denn bremsen, meint ihr? Wir haben jetzt 7000 Sachen drauf. Sollte ich mal anfangen zu bremsen? Ich glaube, wir sollten mal anfangen zu bremsen. Noch sind wir nicht im Einflussbereich. Oh nein, wir können doch gar nicht bremsen. Wir fliegen erstmal drauf zu. So machen wir das. Wir fliegen jetzt erstmal ein Stück drauf zu. Und dann bremsen wir ungefähr hier, würde ich vorschlagen. Oh, Manny kommt hier mit dem richtigen Klassiker. Raumpatrouille Orion. Ja, Rücksturz zur Erde, meine Herrschaften. Aber sowas. Ne? Die Frogs. Der gute Captain McLean. Captain, und auch da, ne? Trotzdem wieder den Bezug zur, ja. Aber 0,01 Meter über Grund, ja. Ich weiß nicht, ob es da noch hinkommt. Oh, Raumpatrouille. Das habe ich auch geliebt. Also bin ich tatsächlich auch mit groß geworden wegen meinem Vater. Was, der war bei der Raumpatrouille? Ja, genau. Sehr gut, sehr gut. Tatsächlich war das cool, vor allen Dingen, weil sie auch da ja auch schon solche Sachen gemacht. Ich bin auch so ein Fan vom Bügeleisen. Oh. Das Bügeleisen. Bleistift, Anspitzer. So brillant. Also das Set-Design für die damalige Idee, für damalige Zeit und dann muss man auch einfach mal sagen, in Deutschland und dann diese Ideen zu haben, also ja, und auch die Frogs. Die Frogs, super, die Papierschnipsel mit kleinen magnetischen Teilen drin. Also das, und die waren auch spooky, also ich fand die schon ein bisschen unheimlich, also. Übrigens, wer mal Frogs sehen möchte, ich habe mal Frogs entdeckt vor dem Lakers Stadion vor dem Staples Center in Los Angeles. Wenn ihr da mal mit Street View vorbeischaut, die haben da so Skulpturen davor, die sehen aus wie die Frogs.
Das Bügeleisen war in die. Frag deinen Vater, das war da in die Kulisse eingebaut von Raumpatrouille Ja. Orion. So, ich glaube, das mit dem Abbremsen haut nicht richtig hin. Ich glaube nicht, dass wir mit der Stufe noch schaffen, 5000 Meter pro Sekunde abzubauen. Mal gucken, was wir hier noch rausholen können. Und. Und Separation. Und ich mach schon mal pro forma, fahre ich schon mal das Landegestell aus. Ja, also. Mal sehen. Wir haben jetzt aktuell übrigens eine Flugzeit von 27 Minuten. 27 Minuten zum Mond. Wir werden in. Ich kann ja mal hier einen Manövernot machen. In 9 Minuten beim Mond ankommen. Aber ich glaube, wir müssen noch mal ein wenig nach hier. Wobei, das spielt echt gar keine Rolle mehr. Oder falsche Richtung, falsche Richtung. Andere Richtung. So, die Richtung. Raumpatrouille Orion. Valentina bekommt keine Angst. Valentina findet das großartig. Valentina wird in letzter Sekunde EVA'en. So sieht das mal aus. Sag mal, ich hatte doch grundsätzlich die Idee, dass ich dieses Ding zurückbringe. Warum habe ich denn hier kein Hitzeschild dran gemacht? Okay, Valentina kann langsam anfangen, sich Sorgen zu machen. Da bleibt sie eben auf dem Mond. Das gefällt ihr da auch. Was meint ihr? Ja, genau. Also, Samstag kommt die Auflösung von unserer mysteriösen Situation am KSC in Operation Manila. Dienstag kommt das Finale von der ISS, das kann ich schon mal verraten. Und Donnerstag weiß ich noch nicht. Bin ich momentan am gucken. Vondor sagt, Raumpatrouille Orion war 3 Jahre nach Doctor Who billige Kopie. Hat das deutsche Fernsehen wieder keine eigenen Ideen gehabt? Ja, das genauso war's. Keine Ahnung. Ich würde eher vermuten, Nee. dass die weniger Telefonzellen hatten. Und sich deswegen Raumschiff überlegen mussten. Also ich würde nicht sagen, dass es eine billige Kopie war. Nein, das Man war darf keine. nicht. Das ist ja Nee, ein Smiley hinter. es ist halt so. Es war einfach Gesagt. die Zeit, ne? Science Fiction ist ja in der Zeit wirklich abgehoben. Und dann auch mit dem Space Race und allem drum und dran, das war ja überall. Absolut. Die Hitzeeffekte sind eh mau, das Teil hält das aus. Das denke ich nämlich auch, Manny. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir es zurückbringen können. Aber inzwischen bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob wir wirklich zerschellen. Schaut euch das mal an. Eine teure Kopie war es auch nicht. Ich kenne das Budget gar nicht. Aber wenn sie Bügeleisen und Anspitzer einbauen, dann. Aber das ist noch gezeigt von den Nachkriegsjahren. Da hat man noch alles aufbewahrt. Ich glaube, es war einfach. In dem Fall würde ich sagen, es war einfach cleveres Set-Design. Bau doch mal ein umgebautes Touristenshuttle, was am ISS andockt. Dakota, ja, mache ich gerne. Sobald Unity 5.2 also sobald die neue KSP-Version da ist, ich docke gar nichts mehr an die ISS, bis die neue Version da ist. Ein Frame pro Sekunde ist es ein Grauen. Ich habe schon alle mal versucht, alle Physics-Berechnungen und Grafikdetails runterzuschrauben, aber no way, José. Das ruckelt immer noch wie Sau. Ah, wenn alles klappt, habe ich ja Ende des Monats endlich eine neue Grafikkarte. Oh, was wird es denn? Momentan sieht es danach aus, dass ich mir eine 69 von Nvidia hole. Einfach weil die momentanen Karten aktuell sind, einige der DirectX-Features tatsächlich nicht so umsetzen können, wie man es eigentlich wollte. Besonders die Kommunikation zwischen Grafikkarte und CPU, die ja im DirectX 12 unglaublich stark verbessert werden sollen. Genau dieses Feature ausgerechnet funktioniert nicht so ganz. Deswegen gehe ich ein bisschen auf Sparflamme und werde dann vielleicht, je nachdem, wie anspruchsvoll die Spiele dann werden im nächsten Jahr, innerhalb des nächsten Jahres, werde dann, glaube ich, dann einfach über kurz oder lang vielleicht dann schon in anderthalb Jahren mir dann die nächste holen.
Das Aber Szenenelement, ja. Ich hatte überlegt, ob mein Rechner noch in der Lage ist, Fallout und Mad Max zu spielen. Ich war versucht, mir Mad Max zu holen, aber erstens habe ich aktuell keine 60 € über. Und B, keine Zeit. Und C, brauche ich Fallout. Aber ich hätte, und ich glaube vor allem nicht, dass meine Hardware das noch packt, aber Mad Max hatte ich auch Lust. Das sah genau nach meinem Ding aus. Manny, bau mal ein großes Schiff, was ganz Kerbal-Universum umschlingt. Ja, das geht leider nicht. Aber ich hatte überlegt, warum nicht einfach mal eine Dyson-Sphere bauen? Da hätte ich Lust drauf. Oh, cool. Auch eine sehr coole TNG-Folge. Ja. Mit der Dyson-Sphere. Und wer war der Gast da in der Folge mit der Dyson-Sphere? Scotty. Scotty. James Doohan. Ja. Ja, Mad Max, ich weiß nicht, ob es noch im Angebot ist auf MMO, wie heißt es? MMOGA.de. Da gab es Keys für unter 20 € für Mad Max. Oh, nicht schlecht. und also ich habe bei der Seite tatsächlich auch schon öfter mal, ja, tatsächlich immer noch 18,99 kostet aktuell Mad Max Key für Steam bei MMOGA.de. Ich habe bei der Seite bisher nur gute Erfahrungen gemacht, also ist halt auch ein legitimer Keyhändler, nicht so wie andere Sachen. Da, man weiß ja, da gibt es so auch die schwarzen Schafe. Und da kann man manchmal tatsächlich die solche Schnäppchen machen. Okay, da muss ich mal schauen. Ja, aber das erste große, also das erste Spiel, was bei mir auf dem Plan steht, ist, sollte der Patch für Batman Arkham Knight nicht vorher schon erscheinen, bevor ich die Karte kaufe, dann ist das erste Spiel für mich Metal Gear Solid 5. Ich habe ganz ehrlich mal reingeschaut, ich verstehe es immer noch nicht. Und ich weiß nicht, was das soll, das Game. Ganz ehrlich, die Story scheint nur wirr zu sein. Aber ich habe Ja, aber dieses tolle Video gesehen, wo die exploitative und voyeuristic scenes mit dieser quiet. Quiet ersetzt worden sind mit diesem Ocelot. Wer heißt der? Ja. Super, großartig, habe ich mich gekringelt. Und ich habe das Ja. mitbekommen, dass Kojima meint, ihr versteht das nur alle nicht. Das ist total wichtig, dass die da so rumläuft. Das hat alles Gründe. Und dann siehst du diese Szenen und denkst dir, ja, es hat genau einen einzigen Grund. Ja, gut, mit der Story, das ist halt, Metal Gear ist halt super, also wirklich komplex, muss man einfach sagen, wenn es um die Story geht. Vor allen Dingen, wenn man wirklich alles verstehen will. Aber es ist einfach spielerisch. Einfach die Spielmechaniken und die Open World in Metal Gear funktionieren einfach hervorragend und fantastisch. Und genau das ist es, was mir eigentlich bei einem Metal Gear immer wirklich gefehlt hat. Die absolute Freiheit, und die hat man dieses Mal halt wirklich, und das finde ich schon echt cool. Okay, ja, ich muss mal sehen. Wenn dann, genau wie Corner sagt, müsst ihr wahrscheinlich einfach mit der PS1-Version anfangen. Aber ist euch mal aufgefallen, dass wir dass wir doch noch eine Chance haben zu landen? Wir müssen nur noch 1000 Meter pro Sekunde abfrühstücken. Und es sieht fast okay aus. Ich bin ganz fasziniert. Ja, Also, das habe ich auch. Manny ist es, zwingt dich keiner, den Stream bis zum Ende anzugucken. Ich kann natürlich verstehen, dass man jetzt dabei bleiben möchte bis zum Ende, aber. Ich beeile mich, ich will auch landen, aber ich muss dafür natürlich erstmal bremsen. Ich bin ein alter Mann, ich brauche natürlich auch meinen Schlaf. Von daher will ich das auch. Spin Tires, da habe ich auch schon von gehört. Da habe ich auch überlegt, ob ich mir das zulege. Ja, lieber Chat, gibt's denn irgendwelche Spiele, die dieses Jahr noch erscheinen, auf die ihr euch besonders freut? Das würde mich auch interessieren. Ich überlege übrigens, hättet ihr dann vielleicht Bock, dass ich im Februar ein XCOM 2 Let's Play mache? Hatte ich kurz drüber nachgedacht, weil ich großer XCOM-Fan bin. Und ja, glaube ich, ich hatte mit ein paar Leuten gesprochen, die gesagt haben, oh ja, das finde ich echt ganz spannend. Hätte ich Lust drauf. Das fände ich auch cool.
Oh, kennen das. Wir fassen, wir passen, wir packen es schafft. Wir fassen was? Was will ich gerade sagen? Wir schaffen es fast. Das will ich sagen. Nee, nicht wirklich. Bist du kein XCOM-Fan, Manny? Ich glaube, wir müssen noch ein wenig. 50 Sekunden noch, bis wir aufschlagen. Ich glaube, wir schaffen es nicht mit dem Treibstoff. Unser Chat ist momentan gar nicht so informiert, was noch erscheint. Also was momentan, was gerade erst erschienen ist für PC, ist halt Mad Max. Soll im Großen und Ganzen wirklich viel Spaß machen. Allerdings, wohl der kleine Haken an dem Spiel ist, dass sich einige der Aufgaben so ein bisschen repetitiv werden, also wiederholen. Aber ansonsten soll es wirklich cool sein. Metal Gear Solid 5, auch Open World, wirklich Freiheit und viel Spaß und viele Möglichkeiten. Manchmal ein bisschen abstrus, aber auch Teil des Charmes. Und natürlich im November. November ist der große böse Monat, denn da erscheinen unter anderem Fallout 4, das, glaube ich, das Spiel in diesem Jahr, auf dem das sich tatsächlich, glaube ich, die meisten freuen. Oder zumindest das die meisten erwarten. Und dann erscheint auch Star Wars Battlefront, auf das ich persönlich gespannt bin. Vor allen Dingen, um zu gucken, wie umfangreich das wird und wie gut es am Ende tatsächlich wirklich aussieht. Denn das, was man bisher so gesehen hat von der Grafik, also wenn das tatsächlich so cool aussieht, das wäre schon enorm. Allerdings, allerdings. Also, Hut ab, ehrlich gesagt. Das hat mich schon mal Mad Max gewundert. Also, was heißt gewundert? Aber das fand ich auch, sah sehr, sehr gut aus. Habe ich die Luke zugebaut? Nein, da ist sie noch. Wir könnten sie ja schon mal ins Licht drehen, weil eine Sache steht fest: Wir müssen gleich ein EVA machen. Sorry. Ja, Corner Devil, Act of Aggression, das steht bei mir auch noch auf der Liste. Dafür brauche ich aber irgendwo mal ein bisschen mehr Zeit, um mich da reinzufuchsen. Aber da habe ich auch sehr viel, sehr viel, sehr viel Spaß, sehr viel Bock drauf. Manny, was ist XCOM? XCOM ist eine alte Games-Reihe. Okay, jetzt können wir schon mal gleich EVA'en. Ist ein Strategiespiel. Rundenbasiert. Und es folgt einer alten Story, bei der Aliens irgendwie die Erde terrorisieren. Und es gibt da also eine Spezialeinheit, die so halb im Verborgenen arbeitet und die sich bemüht, die Aliens irgendwie zu erforschen und gleichzeitig zu neutralisieren. Und das ist eine sehr interessante Serie, die Basenbau mischt mit Rundenstrategie, mit taktischen Missionen, mit Charakterentwicklung. Oh, 6000 Meter, 5000 Meter, 4000 Meter. Ich muss rechtzeitig die Leertaste drücken. Ich glaube, jetzt ist ganz gut. Oh. Warum hat er mir das jetzt angezeigt? Habe ich zu viel Leertaste gedrückt? Hat Valentina es noch geschafft? Ich weiß, wie wir es machen. Wir gehen zum Space Center zurück und dann gucken wir uns die Trümmer an. Und XCOM, um das vielleicht kurz noch abzuschließen. XCOM ist eins dieser ganz bösen Spiele, wo man sagt, ach, nur noch ein Einsatz. Dann habe ich genug Ressourcen, um nochmal auszubauen. Und dann hat man die Ressourcen, hat man ausgebaut. Dann denkt man sich, ach, einer geht ja noch. Und bevor man sich's versieht, hat man mehrere Stunden in dieses Spiel reingesteckt, weil es einfach auch, es hat ein gewisses, definitiv ein gewisses Suchtpotenzial. Und die Neuauflage XCOM ist meines Erachtens eigentlich hervorragend. Valentina hat sich Und verwandelt in einen Fuß. kann ich nur empfehlen. Also beim nächsten Steam Sale, Weihnachtssale, der kommt ja sowieso. Da kann Absolut. man es momentan Günstig eigentlich so in der wieder. Regel das Komplettpaket mit dem Add-on für ungefähr 7,50 € abgreifen und das lohnt sich auf alle Fälle. Also, wenn das dann mal wieder dabei ist, kann ich nur empfehlen. Absolut, kann ich auch nur empfehlen. Also da kann man auf jeden Fall zugreifen. Gut. Tja, was kann man sagen über diese Mission?
Wir hatten Probleme mit dem Staging. Wäre das nicht gewesen, hätten wir vielleicht noch eine bessere Leistung hinkriegt. Und es dauert mit, wenn man das ganze VAB mit Raketen füllt. Wir haben gerade Stream weg. Bei mir nicht. Okay, wieder da. Bei der Gotha, Ja. das ist die Leitung nach Österreich ist unterbrochen. Und wenn wir das ganze VAB füllen mit Raketen, dann brauchen wir knapp 40 Minuten zum Mond. Das finde ich nicht schlecht. Ja, so ist das. Keine besonders erfolgreiche Mission, aber ich werde mal ein Video dazu machen und mal gucken, wie schnell ich das sinnvoll hinkriege. Und dann werde ich euch darüber informieren. Ja, so sieht das aus. Wow, und da haben wir schon eine ganze Menge gemacht. Wir haben uns Minecraft angeguckt, wir haben in KSP eine dicke Rakete gebaut, und wir haben ganz viel gesprochen über Games und über Star Trek. Und James Bond. Und James Bond. Und wir sind uns alle einig, dass Star Trek in jeder Iteration Spaß macht und gut ist. Alles andere ist, jede andere Meinung, abweichende Meinung ist verboten, damit das Seelenheil von allen Anwesenden intakt bleibt. Und wir haben besprochen, dass wir am Donnerstag weiterhin streamen, aber wir brauchen einen neuen Namen. Streaming Thursdays, Streaming Thursdays, irgendwie sowas. Machen wir uns Gedanken zu. Vielleicht auch wieder, man könnte überlegen, ob man es eventuell auch jahreszeittechnisch wieder anpasst. Jetzt so mit Herbst. Vielleicht hat der ein oder andere eine Idee, wie wir uns denn für diese Zeit des Jahres dann nennen können. Genau, schreibt es mir hier oder am besten bei YouTube, da lese ich das eher. Irgendwie klappt das mit den Benachrichtigungen bei Twitch nicht. Und wenn ihr Bock habt, weise ich nochmal darauf hin, ksp.de macht einen Ausflug nach Speyer in das Museum. Schaut mal auf ksp.de, das ist sicher total dufte. Dann bleibt uns jetzt erstmal nichts anderes. Für diese etwas entspannte Folge, bei der am Anfang gleich schon die Technik gestreikt hat und wir etwas improvisieren mussten, das alte Ritual zu vollziehen und euch eine gute Nacht zu wünschen in der alten Tradition. Gute Nacht an die 8P, der ja eigentlich schon offline ist, weil dann war das nicht so. Also du wirst mir ja noch angezeigt. Gute Nacht Corner Devil, gute Nacht Dakota. Oder wie man sagt in Österreich, weiß ich nicht. Dr. Rodney MC, ja, dich habe ich auch am Anfang gelesen, da warst du da. Jetzt hörst du wahrscheinlich nur zu im Moment. Gute Nacht. Gute Nacht von nur am Fuß. Gute Nacht, Freaken. Du, dich habe ich auch nicht gelesen, aber willkommen beim Stream und beste Grüße und gute Nacht. Gute Nacht, Laufender. Gute Nacht, Manny, und du hast recht, Voyager. Auch Cass ist toll. Ach, das kann ich einfach nicht. Ich kann das nicht. Bleiben wir dabei, es gibt unterschiedliche Geschmäcker. Und wen habe ich jetzt vergessen? Nice One, natürlich. Gute Nacht, Nice One. Gute Nacht, Palladium BC. Dich sehe ich auch häufiger im Chat, witzigerweise. Also in der Liste, aber seltener im Chat. Von daher auch dir gute Nacht. Und da war noch jemand, der jetzt schon wieder weg ist. Da. Gute Nacht, Tamian 085. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Ideen habt, was wir in diesen KSP-Segmenten im Stream machen können, dann schreibt mir das ruhig bei Facebook oder bei YouTube. Dann kann ich mir dazwischen Überlegungen machen. Ohne Kess wäre der Doktor nicht das, was er heute ist. Das kann sein. Ich habe einfach nur noch die 7 of 9 Folgen im Kopf. Als leise Erinnerung. Ja, deswegen. Also gute Nacht, meine Herzchen. Bis zum nächsten Mal.